Ich eröffne die 43. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin und begrüße Sie, unsere Gäste, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreter von Funk, Fernsehen und den Printmedien sehr herzlich. Zunächst möchte ich dem Kollegen Daniel Buchholz von der Fraktion der SPD recht herzlich zum heutigen Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege Buchholz. Sie profitieren ja als Erster davon, dass wir vielleicht zu etwas früherer Zeit hier wieder aus dem Haus kommen. Dann habe ich wieder Geschäftliches mitzuteilen. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zieht den Antrag auf Änderung der Verfassung von Berlin, Drucksache 17-1450, zurück. Die Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 17-1194, Haushalts- und Vermögensrechnung von Berlin für das Haushaltsjahr 2012, überwiesen in der 37. Sitzung am 24. Oktober 2013 an den Hauptausschuss, wird nun als Drucksache 17-1194 neu gedruckt und verteilt, da die elektronische Übersendung der Finanzverwaltung nicht vollständig war. Ich gehe davon aus, dass es auch nach der Ersetzung der Drucksache bei der Überweisung an den Hauptausschuss bleibt. Ich höre keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Wir verfahren heute zum ersten Mal nach der geänderten Geschäftsordnung, die ja ein Sitzungsende grundsätzlich spätestens um 19 Uhr vorsieht. Wir waren uns allerdings im Ältestenrat hinsichtlich der heutigen Sitzung, des heutigen Sitzungsendes einig, dass man eventuell eine gewisse Verzögerung in Kauf nehmen muss, da wir noch eine große Anfrage nach der bisherigen Regelung heute zu behandeln haben. Zur Tagesordnung habe ich mitzuteilen, dass am Montag folgende 5 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen sind. Antrag der Fraktion der SPD zum Thema Tempelhof Volksentscheid am 25. Mai 2014, ein gleichlautender Antrag der Fraktion der CDU. Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Was unternimmt der Berliner Senat gegen Steuerbetrug? Sowie 2 gleichlautende Anträge der Fraktion Die Linke und der Piratenfraktion. Ich lasse nun abstimmen, und zwar zunächst über den Antrag der Fraktion der CDU. Wer diesem Thema, Stichworte Tempelhof Volksentscheid, zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen und der fraktionslose Kollege. Gegenstimmen, das sind Grüne, Linke und die Piraten. Gibt es Enthaltungen? Nicht der Fall. Somit rufe ich das Thema für die Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 auf. Die anderen Anträge auf Aktuelle Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Dann möchte ich auf die Ihnen vorliegende Konsensliste hinweisen. Eine Dringlichkeitsliste liegt heute nicht vor. Ein dringlicher Antrag der Oppositionsfraktionen ist eingegangen und wird als Punkt 3.2 der Tagesordnung aufgerufen. Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde zum Thema Tempelhof Volksentscheid am 25. Mai 2014 auf Antrag der Fraktion der CDU, wird verbunden mit dem Tagesordnungspunkt 20a, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, Drucksache 17-1440, zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 17-329, Planungsmoratorium für den Neubau der Zentral- und Landesbibliothek auf dem Tempelhofer Feld, b. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, Drucksache 17-1441, Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 17-762, Bürgerbeteiligung ernst nehmen, Planung aussetzen auf dem Tempelhofer Feld, sowie c. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, Drucksache 17-1443, zum Antrag der Grünen, Drucksache 17-1256, Regenwassermanagement braucht kein Betonbecken, die Tempelhofer Freiheit keinen Wall. Für die Besprechung der Aktuellen Stunde bzw. der Beratung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung, die auf 2 Redebeiträge aufgeteilt werden kann. Es beginnt die Fraktion der CDU. Herr Kollege Evers, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich vorweg schicken, dass es natürlich eine besondere Ehre ist, hier als Erster unter unserer neuen Geschäftsordnung sprechen zu dürfen und ein Wort vielleicht auch zur Wahl unseres Themas für die Aktuelle Stunde verlieren.
weil es ja auch darum ein gewisses Gezerre vorher gab. Es ist mitnichten so, dass die Themen, die die Opposition angemeldet hat, also die Frage des Umgangs mit Herrn Schmitz, uns nicht wichtig genug wäre. Aber wer die Tagesordnung sich aufmerksam durchliest, der wird feststellen, dass wir an anderer Stelle gute Gelegenheit haben werden, uns dazu auszutauschen. Darauf sind wir gespannt. Aber wenn es darum geht, was uns wichtig ist, dann haben wir uns doch dafür entschieden, dass der 25. Mai ein wichtiger Termin für Berlin ist. Ein wichtiger Termin, weil wir an diesem Tag alle gemeinsam hier in Berlin mitentscheiden über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments. Ein wichtiger Termin, aber eben auch, weil an diesem Tag die Berlinerinnen und Berliner aufgerufen sind, über die Zukunft des Tempelhofer Feldes abzustimmen. Noch bis vor sehr kurzer Zeit wurde uns, und das über Wochen immer und immer wieder und ohne jede Grundlage dafür vorgeworfen, Senat und Koalition wollten das Ergebnis des Volksbegehrens beeinflussen, indem wir den Abstimmungstermin bewusst und missgünstig auf einen ungünstigeren Zeitpunkt als der Europawahl legen würden. Dieses Misstrauen hat von vornherein jeder Grundlage entbehrt und die Entscheidung über den Abstimmungstermin war bei Frank Henkel, wie Sie sehen, in den besten Händen. Weder wir als Fraktion noch ich persönlich habe je einen Hehl daraus gemacht, dass ich den 25. Mai für den Volksentscheid befürworte. Das können Sie auch gerne nachlesen, nachschauen, nachhören, wie es Ihnen gefällt. Und deswegen freue ich mich, dass die Entscheidung nun so gefallen ist, denn es ist ein gutes Zeichen für die direkte Demokratie und für die politische Kultur in unserer Stadt. Und ich will auch betonen, dass bei mir kein besonders gutes Bild die Diskussion um die Frage der Gültigkeit der gesammelten Unterschriften und die Art und Weise ihrer Prüfung durch die Bezirke hinterlassen hat. Denn die Bezirke haben sich an Recht und Gesetz gehalten. Das können, das wollen wir Ihnen nicht zum Vorwurf machen. Und wenn wir diese Regeln ändern wollen, dann steht uns das als Parlament, dann steht uns das als Abgeordnetenhaus frei. Aber diese Diskussion sollten wir losgelöst von der Frage des anstehenden Volksentscheids führen und uns vor allem dafür hüten, seine Träger unter den Generalverdacht zu stellen, zu tricksen und zu täuschen. Das Gleiche gilt aber auch für den Generalverdacht der Opposition. Der Senat beabsichtige, durch die Wahl des Abstimmungstermins den Volksentscheid auszubremsen. Das habe ich eben gesagt. Solche Taschenspielereien haben wir, hat der Senat, hat diese Koalition nicht nötig. Wir haben keine Angst vor der nun stadtweit geführten Diskussion um die Zukunft des Tempelhofer Feldes. Ganz im Gegenteil, wir begrüßen sie und ich finde, wir brauchen sie sogar. Da können Sie schreien, wie Sie wollen, wenn wir eine breite Akzeptanz für die Entscheidung finden wollen, die am Ende dieses Abgeordnetenhaus über die Nutzung des Tempelhofer Feldes zu treffen hat. Und deswegen müssen wir uns als Abgeordnetenhaus auch heute mit der Frage beschäftigen, und es berechtigt diese aktuelle Stunde, wie wir uns zu diesem Volksentscheid positionieren. Ich will betonen, dass ich es sehr erfreulich fand, dass in der Debatte, die wir zuletzt in diesem Haus geführt haben, sich ein breiter politischer Konsens über Fraktionsgrenzen hinweg über ganz entscheidende Fragen des Volksentscheids abgezeichnet hat. Das ist zum einen, dass überhaupt kein Konsens besteht über die Frage, dass selbstverständlich der ganz wesentliche Teil des Tempelhofer Feldes, nämlich seine zentrale Freifläche, die gewaltige Fläche von über 230 Hektar, besonderen Schutz verdient und dass wir auch gerne bereit sind, mit Ihnen als Koalition in einen Dialog darüber einzutreten, was dazu der beste Weg ist. Verschiedene Wege sind denkbar. Wir diskutieren über ein Gesetz. Eine Vorlage dazu ist als Gesprächsgrundlage auf den Weg gebracht und wir reichen Ihnen allen hier im Haus die Hände, wenn es darum geht, einen überfraktionellen Konsens innerhalb dieses Gesetzes zu finden. Und dann gehen die Fragen auch weiter darüber hinaus, nämlich ob wir dieses Gesetz zur Abstimmung stellen, parallel im Volksentscheid, ob wir hier im Haus den Konsens schon beschließen, auf den Weg bringen, um wesentliche Teile des Volksentscheides ohne ihm gewissermaßen Dinge als vollendete Tatsachen entgegenzusetzen. Nein, im Gegenteil, wir könnten sie sogar bereits hier im Haus beschließen. Und auch das wäre, wie ich finde, ein gutes Signal für die Berlinerinnen und Berliner und wiederum für die politische Kultur in unserer Stadt. Das Tempelhofer Feld und seine Entwicklung sind, das können Sie mir glauben, uns und mir zu wichtig, um sie nur zur Angelegenheit zweier Koalitionsfraktionen zu machen. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn auch Sie bereit sind, sich der politischen Verantwortung im Interesse unserer Stadt zu stellen. Ich weiß, dass es über die Fragen der Nutzung der Ränder des Tempelhofer Feldes hier unterschiedliche Auffassungen gibt. Darüber können wir streiten, darüber wollen wir streiten, darüber müssen wir streiten. Und zwar hier untereinander im Hause, aber eben auch mit den Berlinerinnen und Berlinern in den kommenden Monaten vor einem Volksentscheid.
Sie fordern breite Bürgerbeteiligung, auch in verschiedenen Anträgen heute. Meine Damen und Herren, breiter könnte sie gar nicht sein, als sie jetzt ist, vor einem Volksentscheid. Ich glaube, das ist gut für das Tempelhofer Feld, dass nun so breit darüber diskutiert wird. Wir befinden uns in einem ausreichend frühen Stadium der Planung, um Impulse aus dieser stadtweiten Diskussion auch noch aufzunehmen, um sie berücksichtigen zu können. Das haben wir immer gesagt, das hat auch der Senat nie anders gesagt. Und insofern würde ich mich freuen, wenn die Schärfe, die hier immer wieder spürbar war in der Diskussion, nun mit Blick auf die gemeinsame Verantwortung, die wir für die Interessen unserer Stadt tragen, etwas herausgenommen würde in der Debatte und wir uns gemeinsam damit beschäftigen, wie wir Verantwortung für Berlin, wie wir Verantwortung für das Tempelhofer Feld gemeinsam übernehmen können und übernehmen wollen. Denn eines ist völlig unstrittig, und da zitiere ich die Berliner Zeitung von gestern: Neue Häuser braucht die Stadt. Die Wachstumsprognosen, die wir für das Land Berlin angestellt hatten, werden derzeit sogar übertroffen. Im Jahr 2013 lag der Neuzuzug an neuen Berlinerinnen und Berlinern deutlich über den Erwartungen. Das lässt die Frage natürlich umso dringlicher entscheiden. Damit stellt sich die Frage umso dringlicher, in welcher Art und Weise, an welchem Ort und in welchen Qualitäten wir den Neubaubedarf, der unzweifelhaft, und die Koalition, die Fraktion im Hause möchte ich erleben, die das anders sieht, der unzweifelhaft für Wohnungsneubau in Berlin besteht. Wir glauben und wir bleiben dabei, dass das Tempelhofer Feld ein Ort sein muss, der auch Möglichkeiten dafür bietet. Über die Art und Weise können und wollen wir gerne mit Ihnen diskutieren. Das Tempelhofer Feld mit seiner einzigartigen innerstädtischen Lage bietet ein einzigartiges Potenzial, es bietet einzigartige Chancen, und wir sollten sie nutzen, um mit einem hohen Anspruch an Stadtentwicklung, an architektonische Gestaltung und an einem modernen Angebot an sozialer Infrastruktur diese Chancen auch zu realisieren. Wir glauben, dass der Masterplan, den der Senat vorgelegt hat, der ja von Ihnen häufig kritisiert wird, darauf gute Antworten bietet. Wir glauben, dass man darauf aufbauen sollte, und wir glauben, dass darauf aufbauend wir in einem breiten Dialog mit Beteiligung der Stadtgesellschaft auf Augenhöhe und mit ihrer Mitwirkung auch zum bestmöglichen Ergebnis für das Tempelhofer Feld kommen werden. Denn wir als Politik sind alle gemeinsam miteinander in der Pflicht, diesen Prozess zu organisieren, ihn zu moderieren, und wir werden uns dieser Aufgabe nicht verschließen, sondern wir werden im Gegenteil aktiv an der Gestaltung dieses Prozesses teilnehmen. Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns ja parallel zu diesem Tagesordnungspunkt auch mit einigen Anträgen. Dazu möchte ich einige Worte verlieren. Ich glaube, dass der Inhalt dieser Anträge im ganz wesentlichen Teil durch das erfolgreiche Volksbegehren und den anstehenden Volksentscheid obsolet geworden ist. Bürgerbeteiligung ernst nehmen ist eine der Forderungen. Ernster als jetzt kann sie gar nicht werden. Ein Planungsmoratorium wird gefordert. Darauf haben wir Ihnen im Ausschuss, glaube ich, sehr deutlich und mit Recht erwidert. Man kann nicht nicht planen. Wir müssen auf bestimmten Grundlagen mit den Berlinerinnen und Berlinern diskutieren. Wir müssen ihnen nachweisen, dass wir in der laufenden Planung ausreichend flexibel sind, um diese Impulse aufzugreifen, um sie umzusetzen in veränderte Planungen. Dafür braucht es nun einmal Planung. Ein Planungsmoratorium wäre das Gegenteil dessen, was auch Sie, glaube ich, inhaltlich wollen und auch nicht in unserem Sinne. Auch deswegen werden wir Ihnen an dieser Stelle nicht folgen. Ihre Forderung nach der Rücknahme der Baugenehmigung für das Regenwasserbecken, auch das ist im Moment überhaupt nicht notwendig, wie Sie wissen. Das anhängige Verfahren ist allseits bekannt, und bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung dieses Verfahrens wird überhaupt keine Bautätigkeit stattfinden, wie überhaupt der Vorwurf, es rollten bereits die Bagger auf dem Tempelhofer Feld, jeder Grundlage entbehrt. In der Tat, es finden dort Arbeiten statt, aber die dienen der Dekontaminierung und haben keinerlei Zusammenhang mit anstehenden Baumaßnahmen. Insofern, glauben Sie mir, hier wird nichts vorentschieden, hier wird nichts präjudiziert. Wir sind offen für den Dialog, wir sind offen, die Gemeinsamkeiten mit Ihnen zu suchen und uns überfraktionell zu verständigen, uns gemeinsam zu positionieren vor dem Volksentscheid am 25. Mai. Darauf wollen wir unsere Kraft verwenden, und ich bin gespannt auch auf Ihre Offenheit, unser Dialogangebot anzunehmen. Es würde mich freuen, wenn wir beim nächsten Mal zusammenkommen und vielleicht schon die Gemeinsamkeiten in Beschlüsse gießen könnten. Welche Form, welche Kraft sie auch immer entfalten, sei es als Stellungnahme, sei es als Gesetz. Unsere Offenheit ist ausgesprochen, und ich bin gespannt auf die Diskussionen. Und im Übrigen sei gesagt, ich trage heute nur deswegen keine grüne Krawatte, weil der Kollege Buchholz Geburtstag hat und dieses Privileg heute für sich erbeten hat. Insofern mag dann das heute Thema des Tages sein. Vielen Dank. Dankeschön. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen jetzt Frau Kollegin Kappeck. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das Tempelhofer Feld ist ohne Zweifel ein besonderer Ort, und als Sprecherin für Stadtentwicklungspolitik spreche ich immer gerne viel und mit allen über die Zukunft Tempelhofs, auch in der Aktuellen Stunde.
Aber als Fraktionsvorsitzende muss ich Ihnen sagen, dass ich es eine Frechheit finde, wie die Koalition das Thema Tempelhof hier und heute instrumentalisiert. Sie melden gerade mal 4 Wochen nach der letzten Aktuellen Stunde zum Thema Tempelhof das Thema wieder an, obwohl die einzige neue Erkenntnis, die wir erlangt haben, die ist, dass die ZLB mindestens ein Drittel teurer wird. Und meine Damen und Herren, darüber wollen Sie wahrscheinlich heute nicht reden. Es gibt nur einen Grund für dieses Ablenkungsmanöver, und das heißt, Sie haben Angst, hier und heute Position zum Thema Steuerhinterziehung zu beziehen. Sie ducken sich weg, weil Sie als Parteien keine eindeutige Haltung haben zum Umgang mit Politikern, die Steuern hinterziehen. Und das wäre das Thema, das die Menschen tatsächlich in Berlin und sogar bundesweit bewegt und auch empört. Ich glaube, deshalb hätten die Menschen auch eine Erklärung ihres regierenden Bürgermeisters verdient. Dieser hat nämlich bis heute nicht erklärt, ob für ihn Steuerhinterziehung nun unter bestimmten Umständen vielleicht doch okay ist oder eben nicht. Ich sage Ihnen, Steuerhinterziehung ist eine Straftat und diese ist nicht und mit nichts zu beschönigen. Schließlich hat die Bundestagsfraktion der SPD in den Winterferien selbst noch eine Themenwoche geplant mit dem Titel Wirkungsvolle Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung, die Sie ihn dann aber vereitelt haben. Statt deshalb heute die Causa Schmitz Wovereit unter den Teppich zu kehren, sollten Sie ja endlich mal die Chance ergreifen, sich bei den Berlinern dafür zu entschuldigen. Stattdessen haben Sie wieder mal Glück und die bundespolitische Staatskrise im Fall Edati verdrängt Sie von den Titelseiten. Klaus Wowereit wäre aber nicht Klaus Wowereit, wenn er nicht wüsste, sich sogar in so einer Situation wieder gekonnt in Szene zu setzen. Und so erhalten wir die Krönung seines Trauerspiels vor 2 Tagen, als der regierende Bürgermeister mit seinem Rücktritt vom Rücktritt im Fall Schmitz das Thema wieder auf die ersten Seiten bringt. Frau Kollegin, Sie kommen jetzt auch mal bitte zum Thema. Dankeschön. Sie wollen trotzdem heute nicht über das Thema sprechen, sondern lieber über Tempelhof. Meine Damen und Herren, das beweist uns das unfassbare Ausmaß Ihrer Ignoranz. Hätten Sie wirklich ein Alternativthema gesucht, ich glaube, Sie wären an Frank Henkel und der neuesten Folge seines NSU- und V-Mann-Skandals eigentlich nicht vorbeikommen. Auch hier zeigt sich die gesamte Bandbreite des rot-schwarzen Regierungsversagens. Stattdessen, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Tempelhof. Einige Kollegen, die ich gestern fragte, und das hat sich ja jetzt auch schon gezeigt, worüber wir denn heute genau reden, sagten, wir halten einfach die Reden von 4 Wochen. Schöner Umgang. Mir fällt zumindest ein neuer Aspekt ein. Immerhin hat die Koalition endlich nach fast 2 Jahren Schmoren auf der unerledigten Liste es für nötig befunden, unsere Anträge abzulehnen. So traurig eine Ablehnung ist, so zeigt es zumindest, dass wir hier mal eine inhaltliche Befassung mit dem Thema hatten. Und wie wichtig Ihnen das Thema heute ist, sieht man ja daran, dass Sie bis heute in 2,5 Jahren keinen einzigen eigenen Antrag zu Tempelhof auf die Tagesordnung gebracht haben. Ich würde mir insgesamt eine ernsthaftere Befassung mit Stadtentwicklungspolitik in Berlin wünschen. Und auch Sie, Senator Müller, sollten daran eigentlich ein Interesse haben. Schließlich steht mit dem Volksentscheid nicht nur die künftige Stadtpolitik Berlins zur Disposition, sondern auch ihre ganz eigene politische Zukunft. Was Sie sich selbst heute schon vorwerfen müssen, ist, dass Sie die Gelegenheit, mit der INI über einen Kompromiss zu verhandeln, tatenlos in der ersten Stufe des Volksbegehrens haben verstreichen lassen. Der Senat hat damit zum heutigen Zeitpunkt seine Handlungsmöglichkeiten verspielt. Der Ball liegt beim Abgeordnetenhaus. Trotzdem ist sich aber die SPD-Fraktion nicht zu schade, einen alternativen Gesetzesentwurf von Senator Müller schreiben zu lassen. Oder haben Sie hier schon mal geübt, einfacher Abgeordneter zu sein? Dennoch freuen wir uns natürlich, dass Sie unsere Idee eines alternativen Gesetzesentwurfs aufgegriffen und sich zu eigen gemacht haben. Wir würden es allerdings für sinnvoll halten, diesen dann auch gemeinsam und im Konsens zu beschließen und auf den Weg zu bringen. Ich sage Ihnen allerdings eins.
Ein Gesetzesentwurf, der am Ende den Inhalt hat, 100% Masterplan des Senats, den tragen wir nicht mit. Sparen Sie sich diesmal Ihre Tricksereien wie beim Volksentscheid Energie. Die Berlinerinnen und Berliner merken sehr wohl, ob die Koalition ein solches Gesetz nur aus rein taktischen Erwägungen auf den Weg bringt oder weil sie ein inhaltliches Interesse verfolgt. Wir sollten deshalb als Abgeordnete tatsächlich einen ernsthaften Versuch unternehmen, einen Allfraktionenantrag auf den Weg zu bringen. Und meine Gespräche haben bislang gezeigt, dass ein solcher Kompromiss sehr wohl möglich ist und wäre. Ich nehme deshalb, Herr Evers, Ihre Einladung sehr gerne auf und schlage vor, wir setzen uns alle an einen Tisch und fangen mal an, die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede zu eruieren und an einem solchen Allfraktionenantrag zu arbeiten. Ich kann schon mal hier sagen, wir als grüne Fraktion wollen eine Gestaltung des Tempelhofer Felds. Für uns sind dabei vor allem drei Aspekte zentral. Erstens, wir wollen, dass das Feld ökologischer wird. Das gilt für das Feld, das Regenbecken und die Quartiere. Zweitens, wir wollen, dass die Quartiere sozialer werden und schlagen daher, anders als Sie, eine Quotenregelung vor, die mindestens 2/3 der Wohnungen sozial gestaltet. Und drittens, wir wollen, dass die Berlinerinnen und Berliner endlich ernst genommen werden. Und deshalb ist für uns das Verfahren mit einer anderen Beteiligungskultur essentiell. Meine Damen und Herren, hören Sie mal zu, Herr Oberg. Wir alle stehen vor der Herausforderung eines anstehenden Europawahlkampfs, der schon jetzt geprägt ist von einer Stimmung von den kleinen Leuten da unten, diesmal den großen Leuten da oben zeigen wollen. Ich glaube, es ist in diesem Zusammenhang nicht ratsam, weiteres Vertrauen in die Politik zu verspielen. Und ich warne deshalb sehr vor einer Lagerabstimmung am 25. Mai. Dann laufen Sie nämlich allesamt Gefahr, dass es nicht nur eine Abstimmung über die Zukunft des Tempelhofer Feldes wird, sondern auch eine Abstimmung über die Zufriedenheit mit der Berliner Regierung. Klaus Wowereit kann sich gut in Szene setzen. Am 25. Mai haben die Berlinerinnen und Berliner dann aber direkt mal die Möglichkeit, das zu bewerten. Und bei Ihrem Gebaren in der Frage André Schmitz halte ich das zum jetzigen Zeitpunkt für keine gute Idee. Für die Fraktion der SPD jetzt der Kollege Buchholz. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen, meine Herren, ich gestehe eins, diese Krawatte ist eine politische Aussage. Ja, es geht um das Tempelhofer Feld. Und wir sagen als SPD-Fraktion eins ganz eindeutig, und Sie wissen, dass das auch die Haltung der gesamten Koalition ist, die große grüne Freifläche, 230 Hektar, das ist die Fläche mehr als der Staat Monaco, mehr als der große Tiergarten in Berlin, meine Damen und Herren. Diese grüne Freifläche wollen und werden wir gesetzlich sichern. Punkt. Entschuldigung, Ausrufezeichen. Und ich würde mir bitten, liebe Kollegin Kappeck, haben Sie es nicht eine Nummer kleiner? Wissen Sie eigentlich, ob Sie hier zur Aktuellen Stunde reden? Da halten Sie die Begründung für ein anderes Thema. Interessant, wenn wir die neue Tagesordnung uns anschauen. Aber vor allem frage ich mich eins, zwischen Zuckerbrot und Peitsche, zwischen, die anderen Begriffe will ich jetzt gar nicht benutzen, die Sie hier anbieten. Was will die grüne Fraktion denn hier wirklich? Das ist, glaube ich, lieber Kollege Oberg, das ist das Problem der Grünen. Sie wissen nicht, was sie wollen. Es ist eins eindeutig, meine Damen, meine Herren. Frau Kappeck, Sie haben es gesagt, Sie können als Fraktion und als Landesverband der Grünen diesem Volksbegehren nicht zustimmen, weil auch Sie für eine Randbebauung sind, mindestens am westlichen Rand. Die Linksfraktion kann ihm auch nicht zustimmen, weil sie mindestens für den Bau der ZLB und den Bau von sozial bezahlbaren, verträglichen Wohnungen ist. Also können Sie auch dem Volksentscheid nicht zustimmen. Und wenn wir uns zurückerinnern von vor 4 Wochen den Wortbeitrag der Piraten, auch diese sagen, eine behutsame Randbebauung soll möglich sein. Meine Damen, meine Herren, eins ist schon mal klar. In diesem Parlament findet sich keine Fraktion, die sagt, die große grüne Freifläche ist zu sichern. Und es kann und soll eine behutsame und wirklich behutsame Randbebauung an den Rändern geben. Und dann glaube ich,
ist das Angebot, das wir als Koalition aussprechen und Ihnen die Hand reichen und sagen, ja, wir sind offen für Gespräche, sehr ernst gemeint, aber wir erwarten auch, dass es von Ihnen ernst gemeint ist, meine Damen, meine Herren, denn das geht nicht, dass Sie sich, Kollegin Kappek, hier einen ganz schlanken Fuß machen. Und dann einerseits sagen, ist es denn nun eine Abstimmung über den regierenden Bürgermeister am 25. Mai oder über die Haltung der Grünen-Fraktion oder vielleicht doch über Tempelhof? Kollegin Kappek, es geht um das Volksbegehren 100% Tempelhof. Und dann müssen Sie einmal ganz ehrlich eingestehen, wer diesem Volksbegehren zustimmt, der sagt, es darf dort keine Schule entstehen. Es dürfen dort nicht die vorgesehenen Kitas entstehen. Es dürfen dort keine Radwege entstehen. Es dürfen dort keine 4.700 Wohnungen zu sozialverträglichen Preisen entstehen. Da frage ich mich, wo leben Sie eigentlich, wenn wir gestern gehört haben, 50.000 neue Menschen kommen pro Jahr in diese Stadt. Die neuen Berlinerinnen und Berliner wollen auch bezahlbaren Wohnraum und dafür müssen wir hier sorgen, verdammt nochmal. Meine Damen, meine Herren, es reicht nicht aus, sich immer herauszureden, es gäbe viele Potenzialflächen für neuen Wohnraum in der Stadt. Und gerade Ihre Fraktion, verehrte Kollegin, gerade Ihre Fraktion macht es sich sehr einfach. Fragen Sie mal die grünen Bezirksfraktionen, welche einzelne Brachfläche in den Bezirken, ja, theoretisch natürlich zur Verfügung steht, aber praktisch, nein, diese Fläche gerade nicht. Da lebt die Zauneindechse, da geht Pfiffi sparen, da erholen sich die Leute. Da kann aber auf gar keinen Fall ein Wohnungsbau entstehen. So geht das nicht, das ist keine verantwortliche Stadtpolitik. Und ich sage Ihnen, es ist gut, dass wir diese Bebauungspläne hier als Parlament zu entscheiden haben. Es ist eine stadtweite Frage. Und ich sage ganz ausdrücklich für die SPD-Fraktion, wir freuen uns, dass der 25. Mai der Tag des Volksentscheides ist. Es ist der Tag der Europawahl und es müssen sich alle Berlinerinnen und Berliner einen Kopf darüber machen. Was machen wir mit der großen zentralen Fläche? Es ist klar, dass die große Grünfläche erhalten bleibt und dann muss jede und jeder für sich in der Wahlkabine beantworten. Wie ist es eigentlich, wenn ich morgen vielleicht doch umziehen muss oder umziehen möchte? Wenn meine Kinder eine Wohnung suchen, ja, wo soll sie entstehen? Wo sollen die ganzen Neuberliner, wo wir merken, Berlin ist attraktiv, leuchtet, zieht neue Menschen an, schafft neue Arbeitsplätze, mehr als jedes andere Bundesland, meine Damen, meine Herren. Wir sind attraktiv, aber mit dieser Chance müssen wir auch wirklich wuchern und sagen, ja, wir freuen uns auf alle, die nach Berlin kommen, aber bitte, dann müssen wir auch den Wohnungsbau unterstützen, dort, wo er in die Stadt passt. Und ich sage es gerne immer wieder, für das, was schon an Planung vorliegt, für die Seite am westlichen Rand des Feldes, Tempelhofer Damm, meine Damen, meine Herren, 1.700 Wohnungen, davon zwei von städtischen Wohnungsbaugesellschaften und eine von einer Genossenschaft, die vertraglich zugesichert haben, Senator Müller, dass die Hälfte der Wohnungen zu Preisen von 6 bis 8 € entstehen. Und das vor dem Hintergrund, dass eigentlich jede Neubauwohnung heute mindestens 10 € kalt kosten müsste, wenn Sie einfach mal die neue Energieeinsparverordnung und andere Dinge einhalten müssen. Das ist ein Angebot an die Stadt, das niemand, der politisch verantwortlich und vor allem nachhaltig handeln will, ausschlagen kann. Seien Sie sich darüber bitte bewusst, dass es leichtfertig wäre, diese Chance, die wir haben, die große Freifläche als Erholungsfläche, als Natur- und Artenschutzraum, als schlichtweg Landschaftsbild, als Raum zur Erholung, ob zum Skaten, zum Wandern, zum Toben, zum Grillen an den Ecken, wo es erlaubt ist, das ist eine tolle Kombination. Es ist ein faszinierendes Freifeld und ich habe gerade Besuch aus den USA gehabt, der sagt auch fantastisch, fantastisch diese Fläche. Und dann frage ich ihn, wenn du demnächst hierher ziehen müsstest, wäre es für dich sehr belastend, wenn wir an den Rand noch einige Häuser bauen? Da sagt er, natürlich nicht. Warum tut ihr das nicht als Land Berlin? Ergreift diese Chance und zeigt, dass ihr auch an die nächste Generation denkt. Das ist unsere Verantwortung, meine Damen, meine Herren. Und ich wünsche mir eins, was wirklich alle drei Oppositionsfraktionen mit den Anträgen, die heute zur Beratung stehen, offensichtlich für sich nicht beantwortet haben. Frau Kappek, Sie sprechen ja gerade mit Ihrem Kollegen, aber was sagen Sie denn nun? Sie haben uns eben erzählt, wir sollen doch bitte hier keine vollendeten Tatsachen schaffen. Es ist zugesichert, es wird nichts gebaut, bevor der Volksentscheid stattgefunden hat. Erste Feststellung. Und das heißt, dort werden keine Wasserbecken gebuddelt, dort werden keine Keller von irgendwas ausgehoben. Erste Feststellung. Also die Behauptung, wir würden hier Fakten schaffen, können Sie gleich vergessen. Dann kommt von Ihnen doch die Behauptung, wir würden die Berlinerinnen und Berliner nicht mitnehmen. Frau Kappek, wo waren Sie eigentlich die letzten 2,5 Jahre?
Es haben Standortkonferenzen stattgefunden, es haben Stadtwerkstätten stattgefunden, es gibt einen Nutzerbeirat, es gibt die ersten Entwürfe für die Bebauungspläne, es gibt den Masterplan. Und ich kann es nur immer wieder erzählen, wenn Sie da vor Ort gewesen wären, Frau Kappeck, ich war da. Es saßen im Hauptgebäude des Flughafens, des ehemaligen Flughafens Tempelhof, über 350 Leute und haben engagiert mitdiskutiert. Wo waren Sie denn da, als es darum geht, mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Zukunft dieser Fläche zu reden? Sie waren nicht da, Frau Kappeck. Lieber Kollege Magalski, vielleicht kennen Sie die Planungsverfahren im Land Berlin nicht. Wenn wir ganz bewusst sagen, es gibt eine frühzeitige Bürgerbeteiligung für Bebauungspläne und bevor wir den FNP, den Flächennutzungsplan von Berlin, als oberste Planungsinstanz ändern, suchen wir ganz bewusst das Gespräch mit den Berlinerinnen und Berliner und übrigens Herrn Magalski über das Internet und live und in Farbe. Das ist eine tolle Ergänzung, dann ist das eine super Sache. Sagen Sie mir bitte, was daran schlecht ist. Ich kann Ihnen die Liste gerne noch mal vorlesen. Es sind anderthalb DIN A4 Seiten von Veranstaltungen, die dort vor Ort stattgefunden haben. Sie müssen sich einfach auch mal bekennen, ob Sie öffentliche Diskussionen gut finden, Herr Magalski, oder ob es Ihnen reicht, wenn irgendein altes, vergammeltes PDF im Internet steht. Uns reicht das nicht, sage ich Ihnen ganz klar. Wir wollen eine echte Bürgerbeteiligung. Und wir müssen eins sehen, der BBU hat es gestern so schön zusammengefasst, meine Damen, meine Herren. In den letzten zwei Jahren haben wir ein Bevölkerungswachstum, Saldo, weil Berlin so attraktiv ist und Menschen anzieht, von rund 90.000 Menschen. Und diese Menschen drängen auf den Wohnungsmarkt, das ist richtig. Dieser Wohnungsmarkt ist schon ein Stück angespannt. Und da müssen Sie, lieber Kollege Düring, auch mal eine Antwort finden. Auch Sie, auch Ihre Fraktion. Ja, ich bin gespannt darauf. Ich bin gespannt darauf, wie Ihre konsistente Antwort dazu aussieht. Das wird Ihnen vielleicht ein bisschen schwerfallen. Und eins noch, Kollegin Kappeck, Sie haben sich beschwert, dass wir doch tatsächlich, also es ist, ich verstehe es gar nicht, wie wir so schlimm und blöd sein können von der SPD-Fraktion, uns Gedanken darüber machen, wie denn ein Gesetzentwurf aussehen könnte. Frau Kappeck, das ist aber ganz was Schlimmes im parlamentarischen Geschehen, dass sich ein Abgeordneter und dass sich eine Parlamentsfraktion Gedanken über einen Gesetzentwurf macht. Ich sage Ihnen mal eins, der Kollege Müller ist nicht nur Senator, er ist auch Mitglied der SPD-Fraktion. Wir sind stolz darauf und darum diskutieren wir gerne mit ihm die Entwürfe von Gesetzen, meine Damen, meine Herren. Alles andere wäre schlichtweg lächerlich. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie mir am Rande des Stadtentwicklungsausschusses sagen, Sie würden sich freuen, wenn wir doch mal darüber reden können, über Ihren Entwurf und unseren Entwurf. Und heute sagen Sie, es ist aber böse, böse, dass die SPD sich schon mal ein bisschen Gedanken gemacht hat. Dann merkt man, dass das, was Sie hier vorschlagen, für offene Gespräche zwischen den Fraktionen vielleicht doch ein bisschen halbseiden ist. Vielleicht klären Sie das erstmal in Ihrer Fraktion. Wir stehen dazu, die große Freifläche halten. Und zum Abschluss muss ich dieses Bild hochhalten. Es ist immer wieder das Gleiche, aber ich zeige es Ihnen immer wieder gerne. Man sieht die große Grünfläche, man kann sie nicht wegdiskutieren. Das ist der Masterplan, den wir vorlegen, meine Damen, meine Herren. Wir wollen nicht, dass mit dem Volksentscheid der Stillstand in der Stadt ausgerufen wird, die Käseglocke über dieses Feld gelegt wird. Wir stehen für Zukunft und für nachhaltige Entwicklung. Wir bitten Sie dafür um Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Die Linke jetzt Frau Kollegin Lomscher. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Herr Buchholz, ich finde es ja schön, dass Sie immer wieder Gesprächsangebote aussprechen. Es wäre nett, wenn der Gesetzentwurf, der ja offensichtlich der Presse bekannt ist, auch den Oppositionsfraktionen mal übermittelt würde. Das wäre als Gesprächsgrundlage gar nicht so schlecht. Aber natürlich haben auch wir uns gefragt, was eigentlich aktueller am Thema Tempelhof ist als am Thema Steuerhinterziehung. Schließlich war beides Thema Gegenstand der Senatssitzung in der vorigen Woche, letzteres sogar auch vor zwei Tagen. Allerdings haben wir uns gesagt, klar, die Koalition will nicht darüber reden, warum Steuerhinterziehung eines Staatssekretärs anderthalb Jahre unter der Decke gehalten wurde. Nicht darüber, dass verschwiegene Steuerhinterziehung als vereinbar mit einem hohen politischen Amt in Berlin angesehen wurde. Nicht darüber, dass die dienstrechtlichen Vorschriften vom regierenden Bürgermeister in diesem Fall sehr kreativ und nur nach Rücksprache mit sich selbst ausgelegt und so sehen wir es, verletzt worden sind. Nicht darüber, dass der Senat seine Entscheidung zum Ausscheiden von Staatssekretär Schmitz vom letzten Dienstag vor zwei Tagen revidiert hat und damit erhebliche Mehrkosten für den Landeshaushalt verursacht hat. Was Senat und Koalition hier geboten haben, das ist nicht nur peinlich und rechtlich fragwürdig. Es fügt der Demokratie und dem Rechtsstaat schweren Schaden zu.
Und das ist Ihre Verantwortung, der Sie sich stellen müssen. Einer Regierungserklärung hat sich der Senat genauso verweigert wie die Koalition der von uns beantragten Aktuellen Stunde. Aber der Debatte und den Konsequenzen werden Sie nicht ausweichen können. Stattdessen also Tempelhof. Was ist nun die aktuelle Botschaft von Koalition und Senat? Dass der Abstimmungstermin nicht vom Tag der Europawahl weggetrickst worden ist? Das ist zwar gut so, aber kein Grund für überschwängliches Lob, weil es selbstverständlich ist. Herr Buchholz hat heute Geburtstag, deshalb darf er sich feiern. Er wollte auch die SPD ein bisschen feiern. Seht her, wir haben einen Gesetzentwurf für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Feldes. Und wir wollen das Gesetz auch nicht vorher beschließen und dem Volksentscheid so den Wind aus den Segeln nehmen, sondern wir wollen den Entwurf als Alternative zur Abstimmung stellen und breite Mehrheiten dafür gewinnen. Wir wollen, dass der Volksentscheid zu einer Abstimmung über Zukunft oder Stillstand wird oder so eben. In der Tat, es gibt seit dem Erfolg des Volksbegehrens einen noch größeren Bedarf, miteinander ins Gespräch zu kommen, hier im Parlament und draußen in der Öffentlichkeit. Es darf kein Abfanggesetz geben wie beim Energievolksentscheid. Wenn das Volk entscheidet, sollte das Parlament ihm nicht zuvorkommen. Aber sieht das auch die CDU so? Dazu war nichts zu vernehmen. Wenn am 25. Mai nicht nur mit Ja oder Nein, sondern entweder oder gestimmt werden kann, dann finden wir das gut. Die mögliche Alternative sollte dabei klug überlegt sein und Raum für Gespräche mit der Stadtöffentlichkeit lassen. Gestern erreichte uns alle zum Beispiel ein Schreiben der Initiative Tempelhof, das interessante inhaltliche Anregungen enthält, zum Beispiel den Masterplan zu hinterfragen, den Bibliotheksneubau zu hinterfragen, für die Partizipation ein verbindliches Gremium zu schaffen. Wir brauchen diese breite Beteiligung der Öffentlichkeit übrigens nicht nur für eine mögliche Gesetzesalternative, sondern vor allem für die Zeit danach und die künftige Entwicklung des Feldes und der Stadt. Und das gilt unabhängig vom Ergebnis des Volksentscheids. Und deshalb waren und sind wir für ein Planungsmoratorium. Wenn eine Alternative zur Abstimmung gestellt werden soll, dann müssen wir hier im Parlament schnell klären, ob und worauf wir uns einigen können. Wir haben nur noch einen Monat Zeit. Und unsere Position, die haben wir auch schon mehrfach gesagt, und sie ist auch in sich konsistent, aber ich wiederhole sie gerne. Wir sind aufgeschlossen für eine echte soziale Wohnbebauung mit der dazugehörigen Infrastruktur entlang des Tempelhofer Damms. Wir unterstützen den Zentralstandort der Bibliothek, wenn auch nicht um jeden Preis. Die aktuellen Neuigkeiten zu Kosten weit jenseits von 300 Millionen Euro kommen für uns nicht überraschend. Wir wollen mehr Aufmerksamkeit und Raum für das Gedenken. Dazu haben Sie gar nichts gesagt. Wir wollen den Erhalt von Kleingartenanlagen. Und wir können uns die Anlage von Sportflächen vorstellen. Wir wollen keine Bebauung am Columbiadamm, am Südring und auf der Neuköllner Seite, weil wir Konflikte mit den Freiraumnutzungen, zu großen Erschließungsaufwand und weiteren Aufwertungsdruck für den Neuköllner Kiez befürchten. Und wir wollen keine Autobrücke über den Südring auf das Feld. Auf dieser Grundlage stehen wir für Gespräche und Kompromisse bereit, und zwar nicht erst seit heute. Sollte allerdings die Koalition lediglich den Masterplan des Senats in einen Gesetzestext fassen wollen, dann wäre es tatsächlich vertane Zeit. Senat und Koalition rücken das Wohnungsargument ins Zentrum der Debatte, machen es zur Gretchenfrage. Wie hältst du es mit dem Wohnungsneubau angesichts der wachsenden Stadt? Dabei werden andere wichtige Aspekte zur Entwicklung des Feldes vernachlässigt. Brauchen wir ausgerechnet hier neue Gewerbeflächen? Wie schützen wir Natur und Klima? Brauchen wir für den Zentralstandort der Bibliothek tatsächlich den Neubau oder bringen wir sie besser im Flughafengebäude unter? Wie sanieren und nutzen wir das riesige Bestandsgebäude? Wie gehen wir angemessen mit der Geschichte des Ortes um? Und vor allem, wie beteiligen wir die Öffentlichkeit verbindlich an der Planung? Auch zu diesen Fragen brauchen wir den öffentlichen Diskurs und nicht nur über Wohnungsneubau. Und es sei noch einmal klar gesagt, dieser Diskurs ist vom Senat bisher behindert worden. Es war und ist ein Affront und das Gegenteil von Partizipation, trotz des laufenden Volksbegehrens die eigenen Planungen voranzutreiben und im Ergebnis einen Masterplan vorzulegen, der die zentralen Kritikpunkte ignoriert. Und bis heute
und wahrscheinlich wird es auch heute wiederholt werden, wird der Senator nicht müde, die sture Fortführung dieser Planung zu verteidigen. Aber zurück zur Frage des Wohnungsneubaus. Wir können uns entlang des Tempelhofer Damms Wohnungen vorstellen, und diese sollen für Menschen mit geringem und mittleren Einkommen dauerhaft bezahlbar sein. Denn rund um das Tempelhofer Feld und nicht nur hier ist die soziale Durchmischung der Stadt bedroht. Und deshalb müssen wir dem ein neues, bezahlbares Quartier entgegensetzen. Aber was ist bezahlbarer Wohnraum für Senat und Koalition? Die vorgesehenen 50% verbilligte Wohnung mit anfänglich 6 bis 8 Euro netto Kaltmiete pro Quadratmeter wären für Transferleistungsbeziehende unerreichbar, für WBS-Berechtigte schwer zu bezahlen. Die künftigen Förderbestimmungen für den Wohnungsbau sind noch nicht festgelegt. Die Rede ist von einer 17-jährigen Rückzahlungsfrist für Darlehen, von jährlichen Mietsteigerungen um 20% pro Quadratmeter. Die Bindung soll 20 Jahre betragen, eine Nachfrist von 10 Jahren. Also im Ergebnis keine dauerhaft bezahlbaren Wohnungen für die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner. Die übrigen Wohnungen mit Mieten und nicht unter 10 Euro netto kalt wären von Beginn an für 2/3 der Berlinerinnen und Berliner unbezahlbar. Sie würden den Aufwertungsdruck erhöhen, Steigerung im nächsten Mietspiegel, Veränderung der Wohnlage, das Nebeneinander von Luxuswohnungen und noch preiswertem Bestand. Das sind die konkreten und berechtigten Befürchtungen und Ängste. Deshalb fordern wir dauerhaft bezahlbare Wohnungen. Für alles andere ist das Tempelhofer Feld zu schade. Senat und Koalition müssen sich also bewegen, damit Bewegung in die Debatte um die Zukunft des Tempelhofer Feldes kommt. Wir würden es begrüßen, wenn der Senat als vertrauensbildende Maßnahme alle anderen Baufelder außer dem Quartier Tempelhofer Damm zunächst zurückstellen würde. Das Quartier Columbiadamm als sogenannte Potenzialfläche sollte gänzlich aus den Bauplanungen entfallen. Wir brauchen nicht nur den gesetzlichen Schutz der Freifläche, und zwar größer als bisher beabsichtigt. Wir brauchen verbindliche Zusagen und Regelungen für eine echte Bürgerbeteiligung. Und dann werden wir sehen, wie die Berlinerinnen und Berliner am 25. Mai entscheiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion der Piraten hat jetzt der Kollege Magalski das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Herr Buchholz, wir wollen eine ergebnisoffene Diskussion ohne Vorgaben. Das ist das, was die Menschen in Berlin wollen. Die über 185.000 gültigen Unterschriften zum Volksbegehren 100% Tempelhofer Feld zeigen uns das. Und sie zeigen uns, dass viele Menschen mitentscheiden wollen über die Zukunft dieser einmaligen innerstädtischen Freifläche und dass die Planung des Senats, erhebliche Teilflächen einer baulichen Entwicklung zuzuführen, bisher in der Breite, in der Stadtgesellschaft und in großen Teilen nicht überzeugen konnten. Treten wir im Geiste einen Schritt zurück und fragen wir uns, warum die Volksinitiative trotz ihres relativ strikten Ansatzes überhaupt keine bauliche Entwicklung zulassen will, bisher so erfolgreich war. Das liegt vor allem an der Einmaligkeit der Fläche, bei der jede Maßnahme, die zu einer nicht nur temporären, sondern dauerhaften Umnutzung von Teilflächen führt, sehr sorgfältig unter breiter öffentlicher Beteiligung erwogen und abgewogen werden muss. Und nur bei breiter Zustimmung der Stadtgesellschaft auch umgesetzt werden darf. Der Senat dagegen arbeitet nach dem Prinzip, es ist genug Fläche für alle da und eine Teilbebauung kann mit den ganz normalen, vielfach erprobten Beteiligungsmodellen und Planungsinstrumenten entwickelt werden. Durch diese fühlen sich aber die an Partizipation interessierten und motivierten Menschen zunehmend mehr ausgebremst als einbezogen, meine Damen und Herren. Warum ist das so? Weil man seitens des Senats der Auffassung ist, dass 230 Hektar verbleibende Freiflächen reichten und stützt sich dabei auf den sogenannten Masterplan, den man zwar breit kommunizierte,
Aber die grundlegende Frage jeweils für die einzelnen geplanten Baufelder, ob überhaupt gebaut werden soll oder nicht, die wird gar nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern ergebnisoffen erörtert, sondern allenfalls das Wie. Das ist es nicht, was wir uns unter Bürgerbeteiligung vorstellen, Herr Senator. Diese Beschränkung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berliner stoßen auf zunehmenden Unmut. Ich habe mehrere öffentliche Veranstaltungen besucht und nicht nur die vom Senat organisierten. Eines der Kernanliegen der Menschen war und ist es weiterhin, nicht nur zu Teilaspekten der Planung nach seiner Meinung gefragt zu werden, sondern am Entscheidungsprozess des Ob überhaupt genau beteiligt zu werden. Also der Fragestellung, ob Flächen am Tempelhofer Damm entlang der Stadtautobahn oder auf Neuköllner Seite an der Oderstraße baulich entwickelt werden sollen. Erst wenn diese Entscheidung ausdiskutiert ist, kann man sich in gut begründeten Einzelfällen für ein Ja entscheiden und kann oder muss sich auch Fragen über das Wie machen. Der Senat hat versucht, diesen ersten Schritt, also das Aushandeln innerhalb der Einwohnerschaft unserer Stadt, ob man eine teilweise Bebauung der freien Flächen möchte oder nicht, durch eigene Planungsvorgaben quasi übersprungen. Das führt in der Stadtgesellschaft zu wachsendem Unmut. Die Initiative 100% letztlich das Ergebnis dieses Mangels an tatsächlicher, echter Bürgerbeteiligung ist daraus entstanden. Das Gebot der Stunde in diesem Moment ist nun zunächst die Planung bis zum Tag des Volksentscheides ruhen zu lassen, also ein Planungsmoratorium zu verfügen, sowohl für die ZLB als auch für die B-Pläne 770 und 771, also die Wohn-, Misch- und Gewerbegebiete, um unnötige Geldausgaben zu vermeiden. Der Bau eines großen betonierten Wasserbeckens sollte ebenso aufgeschoben werden bis nach dem 25. Mai, da es im Falle eines positiven Volksentscheids ein überdimensioniertes und damit Steuergelder verschwendendes Bauwerk wäre. Darüber hinaus ist nun ernsthafter als bisher darüber nachzudenken, wie wir die interessierten Berlinerinnen und Berliner neben dem Wie der zukünftigen möglichen Nutzung auf dem Tempelhofer Feld auch einbinden, indem wir schauen, wie die Entscheidung des Obs tatsächlich demokratisch beteiligt durchgeführt wird. Der Volksentscheid ist da eine Möglichkeit. Es gibt aber auch weitere Möglichkeiten und wir Piraten sind bereits dabei, Konzepte dafür zu entwickeln, um hier eine echte Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung, die diesen Namen auch verdient, hinzubekommen. Bürgerbeteiligung in diesem Sinne, wie wir uns es vorstellen, bedeutet, die Aushandlungsprozesse müssen transparent, ergebnisoffen und vor allem niederschwellig so ausgestaltet sein, dass die Berlinerinnen und Berliner Freude daran haben, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Weil sie dadurch nachvollziehbar erkennen können, wie ihre Ideen und Vorstellungen in den Planungsprozess einfließen und vor allem, dass sie ihre Wünsche nach Nichtbebauung und einem Freihalten attraktiver Flächen auch in Randlage ernst genommen und nach Möglichkeit auch berücksichtigt sehen. Das heißt ausdrücklich nicht, dass wir Piraten gegen jegliche bauliche Nutzung auf der Fläche uns aussprechen. Wir schätzen die große Freifläche sehr und sehen dort zahlreiche Möglichkeiten in Form von temporären Nutzungen und niederschwelligen Aktivitäten für alle Interessierten, die Einmaligkeit dieser Fläche erlebbar zu machen, unter optimiertem Schutz von Natur- und Landschaftspflege sowie ohne große Kosten für den Steuerzahler. Und in Begründung und in begründeten, mit den Bürgern ausgehandelten Einzelfällen kann eine partielle Bebauung in einzelnen Randbereichen eine Option sein. Aber dafür bedarf es partizipativer Verfahren, die der Senat anscheinend vor allem aus Zeitgründen scheut. Der ehemalige Umweltplaner und Stadtentwicklungssenator Volker Hassemer, jemand, der unausgegorener und verschrobener Ideen doch eher unverdächtig ist,
hat engagiert dafür plädiert, diese große Freifläche, zumindest in diesem Punkt möchten wir ihm das zugestehen. Ja, ich war zur Zeit Hassemachs noch nicht in diesem Hause. Dieser Mensch, der sich engagiert dafür einsetzt, dass diese großen Freiflächen zunächst auch einmal frei bleiben und dem Horror vacui, also der Abscheu vor der Leere, der so manchen rastlos umhertreibt, zu widerstehen. Berlin hat genügend Flächen, Baulücken und Brachen, die sich für eine bauliche Entwicklung auch mit preiswertem Wohnraum gut eignen, die leicht zu erschließen sind, die kurzfristig als Bauland mobilisiert werden können. Im späteren Sitzungsverlauf zum STEP Wohnen kommen wir darauf noch zu sprechen. Andere Gemeinden wie München oder Hamburg beneiden Berlin um diese großen Flächenreserven. Es tut also nicht Not, nun ausgerechnet auf dem Tempelhofer Feld mit der de facto kompletten Neuerschließung, die zunächst einmal erheblich Geld kostet, Bauland erstmalig aufzuschließen. Wir können und wir sollten uns die Zeit nehmen, die bisherigen Bauabsichten auf den Prüfstand zu stellen und mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen und nicht gegen sie. Lassen Sie uns also die Berlinerinnen und Berliner verbindlicher und auch wirksamer als bisher in die Entscheidung über die Entwicklung des Tempelhofer Feldes einbinden. Lassen Sie uns ergebnisoffen über die Entwicklung und vor allem die Partizipationsmöglichkeiten für das Areal diskutieren und bieten Sie vor allem am 25. Mai dem Volksgesetzgeber die Wahl zwischen 100% und einer echten Beteiligungsalternative. Vorschläge hierfür wird unsere Fraktion in Kürze unterbreiten. Sie sind bereits in Arbeit, werden zwischen Basisinitiativen der Piraten, Fraktionen und Interessierten diskutiert, dann in eine Entwurfsfassung gebracht und anschließend hier vorgestellt werden. Ich hoffe weiterhin auf ein Aufeinanderzugehen aller Fraktionen in dieser wichtigen Entscheidung für unsere Stadt. Wir werden das jetzt tun mit den Sprecherinnen und Sprechern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Für den Senat hat jetzt Herr Senator Müller das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben ja tatsächlich vor 4 Wochen, als sich ein Erfolg des Volksbegehrens in der zweiten Stufe abzeichnete, eine sehr gute und ausführliche Debatte hier schon zu Tempelhof geführt. Insofern glaube ich, dass wir nicht alles wiederholen müssen, sondern dass wir darauf aufbauen können. Und es hat ja inzwischen doch an 2, 3 Stellen auch eine wichtige Weiterentwicklung in der Diskussion gegeben und wichtige Entscheidungen sind getroffen worden. Das ist zum einen natürlich der Abstimmungstag, der 25. Mai, der Tag der Europawahl. Und der Senat hat das auch bewusst so entschieden, dass es dieser Tag sein soll, an dem die Berlinerinnen und Berliner mit abstimmen können. Und ich bitte doch, das auch zu unterlassen, immer mit diesen Unterstellungen zu arbeiten, dass von vornherein da irgendwie getrickst werden sollte oder sonst irgendetwas. Es ist nun mal so, auch Frau Karpek, es ist nun mal so, und das muss doch auch erlaubt sein, das zu sagen, dass es doch das Wesen eines Volksbegehrens ist, jenseits von den Wahltagen bei einer allgemeinen Wahl besondere Themen in der Stadtgesellschaft zu thematisieren und zu sagen, dazu wollen wir uns verhalten und eine Entscheidung haben und die Diskussion. Deswegen könnte man auch einen eigenen Abstimmungstag begründen. Aber der Senat hat hier auch ganz bewusst gesagt, diese Auseinandersetzung wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht, dass der Eindruck entsteht, dass irgendjemand benachteiligt wird oder irgendetwas getrickst wird, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Wir wollen diesen Abstimmungstag am Tag der Europawahl. Aber Frau Karpek, wir wollen eben auch anders, als Sie es angedeutet haben, in der Sache hier etwas entscheiden. Wir wollen nicht, dass die Themen miteinander vermischt werden, sondern wir wollen deutlich machen, hier geht es um eine wichtige stadtentwicklungspolitische Entscheidung, konkret auf Tempelhof bezogen, aber auch in der Sache, wie halten wir es mit der Infrastruktur, wie halten wir es mit den Dingen, die zu leisten sind bei einer wachsenden Stadt. Darum geht es am 25. Mai und das wird die wichtige Auseinandersetzung und die wichtige Entscheidung sein, die dort dann auch zu treffen ist, meine Damen und Herren. Herr Senator, und gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Otto? Nein, keine Zwischenfrage. Meine Damen und Herren, der zweite Punkt ist natürlich das Gesetz.
Ich freue mich auch darüber, dass meine Initiative vom Ende des letzten Jahres jetzt aufgegriffen wurde und dass doch alle, auch hier im Abgeordnetenhaus vertretenen Fraktionen, darüber diskutieren, mit welchen Varianten, mit welchen Gesetzestexten man auch die Freifläche absichern kann, wie man eine positive Abstimmungsmöglichkeit auch eröffnen kann, wie man ein Angebot an die Berlinerinnen und Berliner machen kann, dass sie sich positiv verhalten können, einerseits die Randbebauung, die behutsame Weiterentwicklung an den Rändern des Tempelhofer Feldes zu unterstützen und andererseits eben auch dauerhaft diese große Freifläche, die 230 Hektar in der Mitte des Feldes zu erhalten. Und das eint uns doch, das kann man doch auch mal positiv festhalten, dass wir uns da ganz einig sind, diese Fläche ist eine riesige Bereicherung für die Stadt. Die Berlinerinnen und Berliner genießen sie. Wir wollen das erhalten. Diese 230 Hektar in der Mitte werden nicht angeknabbert und wir werden das gesetzlich auch absichern und zusätzliche Sicherheit damit auch für die Berlinerinnen und Berliner bieten, dass sie sich darauf verlassen können. Es bleibt so, wie es ist, in der Mitte des Tempelhofer Feldes, meine Damen und Herren. Und der dritte Punkt, der natürlich dazugekommen ist, ist die Bevölkerungsentwicklung. Gestern, glaube ich, kamen die Nachrichten, es ist wieder so, knapp 50.000 Menschen sind im letzten Jahr in unsere Stadt dazugekommen. 13.000 Menschen allein in Neukölln, in dem angrenzenden Bereich am Tempelhofer Feld, eine der größten Zuwachszahlen überhaupt berlinweit in diesem Ortsteil. Meine Damen und Herren, darauf muss Berlin doch reagieren. Darauf muss Politik doch reagieren, was sich da an Veränderungsprozessen in unserer Stadt abzeichnet. Das gehört doch zur verantwortungsvollen Politik dazu. Wir machen doch deswegen ressortübergreifend im Senat auch diese Arbeit zum Stadtentwicklungskonzept 2030. Wir richten uns darauf ein, was brauchen wir für Arbeitsmarktprogramme, für Bildungsangebote, für Investitionsansiedlungsmöglichkeiten in der Wirtschaftspolitik, für Gesundheits- und Mobilitätsangebote. Das ist es doch, womit wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Wir erwarten in den nächsten 15 Jahren 250.000 Menschen mindestens. Wenn es so weitergeht mit den Wachstumszahlen, wie wir sie im Moment haben, haben wir diese Zahlen vielleicht schon 2020 erreicht und nicht 2030. Meine Damen und Herren, es ist doch in der zurückliegenden Zeit von einigen, auch von Ihnen, der Vorwurf gewesen, dass in den letzten ein, zwei Legislaturperioden möglicherweise nicht schnell genug entschieden wurde beim Thema Wohnen und Mieten, dass da vielleicht mehr hätte passieren müssen. Und deswegen frage ich jetzt mal zurück, wenn wir jetzt sagen, gerade im Bereich Wohnen, richten wir uns ein auf diese Veränderungsprozesse. Gerade an dieser Stelle ist es nötig, jetzt zu handeln, damit die Menschen, die da sind und die kommen, auch guten, bezahlbaren und neuen Wohnraum finden. Dann frage ich Sie, worauf soll ich eigentlich warten? Auf die nächsten 100.000 Menschen, die kommen? Soll ich warten, bis 2020 dann 200.000 Leute da sind und mich groß angucken und sagen, ja, was ist denn nun, warum ist nicht früher entschieden worden, auch von Ihrer Fraktion, meine Damen und Herren? Nein, es kommt jetzt für verantwortungsvolle Politik darauf an, jetzt zu entscheiden und die Grundlagen zu schaffen für diese weitere positive Entwicklung, vor der Berlin in den nächsten Jahren steht, meine Damen und Herren. Und natürlich gibt es da nicht, auch das habe ich schon in mehreren Diskussionen im Parlament deutlich gemacht, es gibt nicht den einen Königsweg. Das weiß ich doch auch. Es ist ein Maßnahmenmix. Und es wird zu Recht gesagt, in der Wohnungs- und Mietenpolitik muss auch viel im und für den Bestand gemacht werden. Darüber haben wir hier auch schon diskutiert. Wie viel an dieser Stelle auch ja schon passiert ist, wie viel wir gemacht haben bei der Ausweitung des Kündigungsschutzes, Zweckentfremdungsverbotsverordnung, Kappungsgrenze, Milieuschutz, Mietenbündnis mit den städtischen Gesellschaften, alles das ist doch passiert. Aber meine Damen und Herren, der Bau, der Neubau von Wohnungen ist eben genauso wichtig. Auch das gehört zu diesem Maßnahmenpaket dazu. Und es ist gut, dass der private Bau anzieht. Wir brauchen private Unterstützung und privates Engagement. Für die Zahlen, die wir erwarten, müssen wir zwischen 7.000 und 10.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Das geht nicht nur mit Genossenschaften und städtischen Gesellschaften. Wir brauchen auch privates Engagement. Die Baugenehmigungszahlen gehen nach oben, die Fertigungszahlen gehen nach oben. Aber auch das gehört zur Wahrheit dazu. Da, wo Private sich engagieren, geht es eben auch viel um die Renditeerwartung. Es wird viel im Eigentum gebaut. Das eine oder andere kann man möglicherweise regulieren über städtebauliche Verträge,
über Bündnisse, die wir jetzt mit den Bezirken schließen, was das Planungsrechtsverfahren dann eben auch anbelangt. Das mag sein. Aber, meine Damen und Herren, es ist eben, gerade weil es auch gutes, viel privates Engagement gibt, aber eben auch viel hochpreisig und viel im Eigentum, ist es umso wichtiger, dass wir doch unterstützen, dass städtische Gesellschaften und Genossenschaften in unserer Stadt bauen, dass sie sich zusätzlich engagieren und ihre Bestände erhöhen. Die Koalition hat das vereinbart im Koalitionsvertrag und auch da ist viel passiert. 18.000 Wohnungen wurden in den letzten anderthalb Jahren gekauft. Die Neubaupläne für mehrere tausend Wohnungen liegen nicht nur vor, sondern die Gesellschaften sind in Bautätigkeit. In allen Bezirken und Quartieren gibt es Aktivitäten. Und das ist eben das ganz besonders Wichtige, worüber es doch gar keinen politischen Streit geben darf. Dass wir in allen Berliner Bezirken und ganz besonders im S-Bahn-Bereich, in diesem Innenstadtring, wo es besonders voll und begehrt und teuer wird, dass wir da zusätzliches Engagement von städtischen Gesellschaften brauchen, meine Damen und Herren. Das ist doch das Wichtige. Und genau vor dem Hintergrund, deswegen ist diese Debatte um Tempelhof und die Randbebauung so wichtig, genau vor dem Hintergrund ist es eben auch von entscheidender Bedeutung, in den nächsten Wochen deutlich zu machen, die Flächen, die wir dort haben, sind landeseigene Flächen. Und wenn wir diese Flächen mit einsetzen für eine moderate, behutsame Randbebauung, verdoppeln wir damit unser Baupotenzial auf landeseigenen Flächen, um städtischen Gesellschaften bezahlbares Wohnen, bezahlbares Bauen zu ermöglichen. Wir verdoppeln unser Potenzial. Und das ist wichtig für die Quartiersentwicklung. Das ist wichtig für die Entwicklung, für die soziale Durchmischung innerhalb des S-Bahn-Bereichs. Das ist der Bereich, in dem es den besonderen Problemdruck gibt. Und wenn uns das gemeinsam wichtig ist, in Neukölln, in Tempelhof, in Schöneberg, in Mitte, in Kreuzberg, auch dort Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen ein gutes, bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, dann müssen wir diese Flächen mit einbeziehen, damit wir gerade auch in den Flächen innerhalb des S-Bahn-Rings diese soziale Durchmischung durch Aktivitäten der Wohnungsbaugenossenschaften und der städtischen Wohnungsbaugesellschaften sicherstellen können. Darum geht es, meine Damen und Herren. Und insofern ist die Frage, ob wir die Bebauung in Tempelhof mit ermöglichen, eben auch eine soziale Frage. Zu ermöglichen, dass zwei städtische Gesellschaften und eine Genossenschaft, mit denen ich die Vereinbarung getroffen habe, bauen können. Mindestens 50%, 6 bis 8 Euro. Kleinere Wohnung, barrierefreie Wohnung, studentisches Wohnen wird sich doch wiederfinden. Das alles dort zu finden und eben nicht an Private zu verkaufen, nicht die Flächen an Private zu vergeben, keine Luxus-Apartments zuzulassen, das, meine Damen und Herren, das ist es, worum ich Sie um Unterstützung bitte, dass wir deutlich machen, Berlin lebt davon, dass wir uns soziale Durchmischung erhalten. Das ist das lebendige und lebenswerte Berlin, und zwar in der ganzen Stadt. Und wenn uns das wichtig ist, gehört Tempelhof mit dazu, meine Damen und Herren. Und ja, wir brauchen die Wohnungen jetzt. Es ist so. Wir sind sehr weit mit dem Masterplan, wir sind weit mit den Diskussionen am Tempelhofer Feld. Und ich habe es letzte Mal schon offen zugegeben. Ich will schnell in Bautätigkeit kommen. Wenn man 2016 anfangen will zu bauen, dann hat man die Wohnung 2018, 2019. Nochmal die Frage, worauf wollen wir eigentlich warten? Es ist richtig, ich möchte da gerne Wohnungen haben, weil sie gebraucht werden in unserer Stadt. Aber ich sage an der Stelle auch, dass wir natürlich bereit sind, über Varianten zu diskutieren. Dass wir natürlich bereit sind, über das Quartier Oderstraße zu diskutieren, wo wir noch nicht so weit in den Planungen sind, wo wir die Luft haben, wo die konkreten B-Pläne so noch gar nicht vorliegen. Dafür macht man doch die ganzen Verfahren. Ich staune immer, Herr Magalski, auch über Ihre Äußerung, wenn das kritisiert wird, dass Politik und Verwaltung Pläne vorliegen. Ja, was soll denn sonst unsere Aufgabe sein? Wir müssen Masterpläne vorlegen, damit Sie sich daran reiben können, damit Sie darüber diskutieren können und sagen können, was geht und was geht nicht. Wir machen Bebauungspläne mit öffentlichen Auslegungsverfahren, damit Stadtgesellschaft darauf reagieren kann und sagen kann, was sie will und was sie nicht. Wir machen Diskussionsforen, zum Beispiel zur Parklandschaft, und lassen die Änderungen mit einfließen. Die Parkgestaltung, die IGA, hat es doch dann nicht mehr gegeben, ist abgesagt. Columbia-Quartier, Frau Lomscher, Sie kommen immer wieder mit dem Columbia-Quartier, es ist abgesagt. Das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen, dass die jahrelange Diskussion um Tempelhof auch zu
konkreten Veränderungen und Korrekturen geführt hat. Und deswegen sage ich noch mal ganz deutlich, auch gerade in Bezug auf Oderstraße, lassen Sie uns da, wo wir mehr Luft haben, miteinander diskutieren, wie sich solche Quartiere gestalten und entwickeln können. Aber meine herzliche Bitte, lassen Sie uns darüber streiten, wie sich etwas entwickelt und nicht, ob sich etwas entwickelt. Und genau darum geht es aber dem Volksentscheid. Genau das ist, was nicht zugelassen werden soll. Es geht um 100% Stillstand oder um eine behutsame Entwicklung für eine wachsende Stadt. Und ich möchte Ihnen dafür wirklich zwei, drei Beispiele nennen, weil wir arbeiten alle schnell mit Schlagwörtern und sagen, es ist doch so und so und man unterstellt sich die dollsten Sachen. Es hilft manchmal, in den Gesetzestext reinzugucken und sich anzugucken, was diese Initiative will. Ich will Ihnen drei kurze Beispiele nennen. Aufgrund der somit optimalen Nutzung und des Sachverhalts, dass sich die gesamte Fläche im Eigentum des Landes Berlin befindet, ergibt sich, dass das Tempelhofer Feld im Sinne des Gemeinwohls zu verwenden ist, sagt die Initiative. Es gibt keine gesellschaftlich akzeptablen Gründe für privilegierte Nutzung. Das ist doch eigentlich ein Schlag ins Gesicht derer, die dringend eine Wohnung brauchen. Da sagen einige wenige, die Sport machen auf dieser Fläche, die diese Fläche genießen, so wie sie ist, das ist schön. Die sagen im gesamtstädtischen Interesse, dass Menschen Infrastruktur wollen, auch was Sie angesprochen haben, Frau Lomscher, Sportplätze, Kita, Schule, aber vor allen Dingen auch Wohnen, das ist kein Gemeinwohl. Die sollen doch sehen, wo sie bleiben. Gemeinwohl ist das, was ich will, nämlich meine Sportanlage. Starker Tobak, würde ich an der Stelle sagen. Es geht weiter. Neben öffentlichen WC-Anlagen, die samt Einhausung als eigenständige vorgefertigte Einheiten montiert und als Vor- und Entsorgungsleitung angeschlossen werden, kämen im Zusammenhang mit Sportanlagen auch beispielsweise Duschen in Frage. Allerdings müssen alle Anlagen ohne eigens hierfür zu errichtende Gebäude funktionieren. Die Beleuchtung von Sportplätzen widerspricht der Intention des Gesetzes. Meine Damen und Herren, 230 Hektar bleiben frei. Ich sage gerade, lassen Sie uns reden über Varianten. Aber es soll mit diesem Volksgesetz nicht möglich sein, an den Rändern Sportplätze zu bauen, die man vielleicht abends auch mal beleuchtet, wenn Leute von der Arbeit kommen und da Sport machen wollen. Es soll nicht möglich sein, dass die dann vielleicht auch duschen. Die können ja warten auf den nächsten Regen. Da wird man auch nass und kann sich waschen. Das ist das, was diese Initiative will. Und ist es wirklich das, was im gesamtstädtischen Interesse liegen kann? Es geht weiter, meine Damen und Herren. Letztes Beispiel. Die Aufenthaltsqualität im Sinne der Nutzung bla 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 durch Pflanzen von Solitärbäumen und Feldgehölzen insoweit zu erhöhen, wie andere Ziele dieses Gesetzes dadurch nicht beeinträchtigt sind. Es darf hierbei kein geschlossener Bestand im Sinne einer Anhäufung oder durchgehenden linearen Struktur mit Kronenschluss entstehen. Meine Damen und Herren, was heißt eigentlich Kronenschluss? Kronenschluss heißt, ich darf zwar einen Baum pflanzen, aber nicht fünf. Denn wenn die sich oben schließen, ist das ein Kronenschluss. Das kann doch nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Das ist es, was die Berlinerinnen und Berliner unterstützen sollen im gesamtstädtischen Interesse. Meine Damen und Herren, ich habe es deutlich gemacht, auch an dieser Stelle nochmal. Wir schaffen keine Fakten. Ich lasse da keine Bagger rollen bis zum 25. Mai. Darauf kann sich jeder verlassen, auch in Bezug auf das Wasserbecken und, und. Wir machen keine Erweiterung des muslimischen Friedhofs. Es gibt eine einzige Ausnahme. Ich mache, und ich glaube, Frau Lomscher hatte auch das angesprochen, das ist mir, ich glaube, wie Ihnen gleichermaßen wichtig. Wir machen weiter mit den Grabungen an den archäologischen Fenstern. Ich möchte diese schwierige Geschichte des Tempelhofer Feldes freilegen. Das soll sichtbar sein. Diese Grabung machen wir weiter. Alles andere ist zurückgestellt. Alles andere ist zurückgestellt, meine Damen und Herren, aus Respekt vor dem Volksentscheid. Aber es hat eben schon jetzt Konsequenzen. Ich habe für das Frühjahr geplant, die Pflanzung von 100 Bäumen. Die finden jetzt nicht statt. Hier in der Fragestunde des Parlaments bin ich von mehreren Fraktionen angesprochen worden, was denn nun ist mit der dringend benötigten Erweiterung des muslimischen Friedhofs. Der findet nicht statt, diese Erweiterung des muslimischen Friedhofs. Wir haben schon jetzt Konsequenzen zu spüren, und ich will das an dieser Stelle wirklich noch mal sagen. Dieser Volksentscheid ist ernst gemeint. Es geht doch nicht darum zu sagen, wie einige dieser Initiatoren es immer machen, lasst uns doch erst mal abstimmen und dann gucken wir weiter. Das können die jetzt schon nicht mehr.
200.000 Menschen haben inzwischen diesen Volksentscheid übernommen. Die tragen inzwischen dieses Begehren. Und die Initiatoren hoffen, dass am 25. Mai 600.000 Menschen zustimmen. Und dann sagt man, ja, die haben jetzt zwar zugestimmt, aber jetzt wollen wir mal Kompromisse verhandeln. Wer verhandelt denn das eigentlich, die drei Initiatoren, oder wer verhandelt dann die Kompromisse? Meine Damen und Herren, so kann man nicht. So kann man nicht, gerade wenn man es ernst meint. Gerade wenn man es ernst meint. Und gerade wenn man demokratische und partizipative Elemente stärken will und ernst nimmt, kann man nicht so veralbernd damit umgehen. Die Volksinitiative will. Die Volksinitiative will, dass dieses Gesetz gilt. Punkt. Und bei einem Erfolg heißt es keine Randbebauung, keine bezahlbaren Wohnungen, aber eben auch keine Bäume, keine Parkbänke, keine Erweiterung des Friedhofs, kein Spielplatz, kein Sportplatz. Eben 100% Stillstand, meine Damen und Herren. Und ich will hier nochmal abschließend sagen: Stadtgesellschaft muss genau wie Politik und Verwaltung auch Kompromisse finden. Es geht immer auch um einen Interessenausgleich. Ich habe mich darüber gefreut, dass der Kollege Buchholz das ebenso mal plastisch auch dargestellt hat. Mir geht es genauso, womit wir alle inzwischen zu kämpfen haben, auch unsere Vertreter in den Bezirken. Ich kriege die dollsten Briefe von Anwohnern aus Pankow, die sich darüber beklagen, dass Schulen gebaut werden. Weil sie sagen, da werden ja morgens die Kinder hingebracht und nachmittags abgeholt. Das bedeutet Verkehre, das bedeutet Lärm, wenn die Türen da schlagen. Das bedeutet, dass mein Parkplatz verloren geht. Meine Damen und Herren, es ist Aufgabe von uns, es ist Aufgabe dieses Parlaments, in einem gesamtstädtischen Interesse einen Interessenausgleich eben auch zu formulieren. Und wer nur für 100% Stillstand ist, der wohnt vielleicht gut und günstig oder der kann sich alles andere auch leisten. Aber wir müssen doch sehen, wie wir vorankommen, wie wir die Entwicklung, die es in Berlin gibt, auch positiv begleiten. Mir ist wichtig, dass wir den Wohnungsmarkt entspannen. Und zwar in der ganzen Stadt und ganz besonders auch in der Innenstadt, wo es schon jetzt für viele sehr problematisch ist, mit einem normalen Einkommen Wohnraum zu finden. Es geht um soziale Durchmischung in unserer Stadt. Das macht Berlin aus, das zu erhalten. Die positive Entwicklung durch den Zuzug für Arbeit, Wirtschaftsplätze, Investitionen zu stärken, aber dieses Lebendige, dieses Multikulturelle, dieses sich jeden Tag verändernde und spannende Berlin in allen Quartieren zu erhalten. Und deswegen sage ich, meine Damen und Herren, eine starke Zukunft für eine starke Stadt, das ist für mich die Devise, darum muss es gehen, das zu erhalten. Und deswegen sage ich, starke Zukunft, starke Stadt heißt auch Berlin baut. Berlin baut auch am Tempelhofer Feld. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Doch. Ach so, doch, Entschuldigung. Frau Kappeck, da ist ja noch Redezeit. Entschuldigung, Frau Kappeck. Nein, das ist die Redezeit, die ihr zusteht. Da muss hier, glaube ich, gar nicht Stimmung gegen gemacht werden. Ne? Bitte schön, Frau Kappeck. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Senator Müller. Sie haben was ganz Wesentliches angesprochen. Die Stadt wächst. Das heißt, wir stehen alle vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Ich glaube, den meisten in diesem Land ist noch gar nicht so richtig klar, was es heißt, wenn wir vielleicht sogar nicht nur 250.000 neue Einwohnerinnen und Einwohner bekommen, sogar vielleicht 400.000, 500.000. Das ist ja gerade nicht so richtig absehbar. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es auch noch mal wichtig, dass wir neue Instrumente entwickeln, die genau evaluieren, wie man denn mit solchen neuen Bevölkerungsentwicklungen umgeht. Was unterm Strich aber bleibt, und das haben Sie auch gesagt richtigerweise, ist, dass wir endlich in eine Diskussion einsteigen müssen darüber, wie wir mit den wenigen vorhandenen Flächen in dieser Stadt umgehen wollen. Und deshalb finde ich es gerade in der Auseinandersetzung um das Tempelhofer Feld so fatal, dass wir die Diskussionszeit, die wir haben, immer nur in Lagerkämpfen und Populismusvorwürfen gegenseitig verschwenden. Ich glaube, dass wir hier in diesem Moment die Möglichkeit haben, mit einem alternativen Gesetzesentwurf ein Novum zu schaffen. Es gibt uns nämlich die Möglichkeit, dass wir mal ernsthaft miteinander reden und dass wir erstmalig
gemeinsam uns zu einem Volksentscheid verhalten und damit vielleicht auch einen Neustart in der Stadtentwicklungspolitik für Berlin auf den Weg bringen. Und zwar einen Neustart, der die Frage klärt, wie wollen wir in Zukunft in Berlin leben. Ich sage nochmal, wir als Grüne Fraktion wollen sehr ernsthaft mit Ihnen gemeinsam einen solchen Alternativen- oder Allfraktionenantrag nicht nur diskutieren, sondern auch beschließen. Das sage ich in aller Deutlichkeit und Vehemenz. Ich sage aber auch, wir sind eine Oppositionsfraktion und deshalb bin ich der Meinung, der Ball liegt erstmal bei Ihnen. Wir warten auf Ihre Einladung, wir nehmen sie gerne an und wir werden uns beteiligen, damit wir zu einem gemeinsamen Beschluss kommen. Am 20. März läuft die Frist ab. Bis dahin müssen wir uns geeinigt haben. Danke. So. Bitte? Ich halte noch mal fest, dass es die Vereinbarung gibt, dass hier im Plenarsaal von Abgeordneten keine Fotos gemacht werden. Ja? Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden. Wir kommen zu den Abstimmungen. Zu dem Antrag auf Drucksache 17329 empfiehlt der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mehrheitlich gegen Grüne und Piraten bei Enthaltung Linke die Ablehnung, auch mit dem geänderten Berichtsdatum 31.03.2014. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Grünen und die der Piraten. Gegenstimmen, das sind die Koalitionsfraktionen. Enthaltung bei der Fraktion Die Linke. Damit ist der Antrag abgelehnt. Zum Antrag auf Drucksache 17.762 empfiehlt der Stadtentwicklungsausschuss mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten die Ablehnung auch in neuer Fassung. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Die Linke, die Grünen und die Piraten. Gegenstimmen, das sind die Koalitionsfraktionen. Weiteres war die Mehrheit, damit ist der Antrag abgelehnt. Zu dem Antrag auf Drucksache 17.1256 empfiehlt der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten die Ablehnung auch mit dem geänderten Berichtsdatum 31.03.2014. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten, die Grünen und die Fraktion Die Linke. Gegenstimmen, das sind die Koalitionsfraktionen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe nunmehr den Tagesordnungspunkt 2 auf, unsere Fragestunde. Wir werden hierbei erstmals nach Änderung des § 51 unserer Geschäftsordnung verfahren. Somit kann jeweils eine mündliche Anfrage ohne vorherige schriftliche Einreichung an den Senat gerichtet werden. Jetzt bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit. Die Frage muss ohne Begründung, kurz gefasst und von allgemeinem Interesse sein, sowie eine kurze Beantwortung ermöglichen. Sie darf sich nicht in Unterfragen gliedern. Ansonsten muss ich die Frage zurückweisen, was ich nicht machen möchte. Zuerst erfolgen die Wortmeldungen in zwei Runden nach der Stärke der Fraktion mit je einer Fragestellung. Nach der Beantwortung steht mindestens eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu. Eine weitere Zusatzfrage kann auch von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Für die erste Frage rufe ich ein Mitglied der Fraktion der SPD auf und bitte an das Redepult zu treten. Nachfragen werden von den Sitzplätzen ausgestellt. Herr Kollege Zimmermann, Sie haben hier die Premiere. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, für die Premiere. Meine Damen und Herren, ich frage den Senat, wie bewertet der Senat die Wirkungen der diesjährigen Berlinale, die ja von allen als äußerst erfolgreich betrachtet wurde, auf die Zukunft des Film- und Fernsehproduktionsstandortes Berlin. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen. So. Jetzt hat der regierende Bürgermeister mir signalisiert, dass er diese Frage selbst beantwortet. Er hat das Wort.
In der Tat, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Lauer hat gerade gesagt, eine Erfolgsgeschichte. Und in der Tat, aber Sie haben mit gleich zugestimmt, also sind schon mal zwei. In der Tat eine Erfolgsgeschichte. Und deshalb an dieser Stelle auch ein recht herzliches Dank an Dieter Kostlik und sein Team, die diese Berlinale wieder kreiert haben. Und wir wissen, dass viele immer sehr kritisch auf die Berlinale schauen. Nach meinem Dafürhalten gucken Sie ein bisschen zu sehr auf die Frage, wie viele Stars über den roten Teppich gehen. Das mag ja für ein breites Publikum oder für bestimmte Medien das Wichtigste sein, aber für ein Filmfestival gibt es andere Kriterien, nämlich die künstlerischen Kriterien. Und ich denke, da hat die Berlinale wieder gezeigt, dass sie in der Tat in der Lage ist, ein herausragendes Festival zu organisieren, was auch in dem Bereich der Filmkunst jeden Maßstab auch standhalten kann mit anderen Festivals. Bedeutend ist auch aus Berliner Sicht, dass das ein Publikumsfestival ist. Wieder ein neuer Besucherrekord. Es sind über 300.000 Tickets verkauft worden. Das heißt, es ist auch ein sehr demokratisches Festival. Viele Menschen können daran teilhaben und das Interesse am Kino ist nach wie vor groß. Für Berlin ist die Berlinale immer der Höhepunkt auch einer ganzen Saison, eines ganzen Jahres, der Filmstadt Berlin. Es ist das Aushängeschild, die Berlinale, und es zeigt aber, dass das ganze Jahr über in diesem Sektor Herausragendes geleistet wird. Viele der Beiträge, die auf der Berlinale zu sehen waren, sind in Berlin ja produziert worden, und das ist eine ganze Infrastruktur, die dahinter steht und die eine Wertschöpfungskette dann auch generiert, die in der Tat für den Wirtschaftsstandort in Berlin neben der künstlerischen Variante ein herausragendes Ergebnis bringt. Viele Menschen finden Arbeit durch die Filmproduktion, die in Berlin stattfindet und Umgebung. Und dementsprechend ist auch unsere Wirtschaftsförderung mit der Förderung der Filmindustrie ein richtiger Schwerpunkt, den wir auch gesetzt haben. Und dies zeigt dann eben auch die entsprechenden Erfolge. Darauf ruhen wir uns nicht aus, sondern wir werden weiter hartnäckig daran arbeiten, dass sich das verstetigt und dass hier in der Tat noch mehr Produktionen nach Berlin vergeben werden. Dies kann der Filmstandort Berlin sicherlich gut gebrauchen. Vielen Dank, Herr Kollege Zimmermann, für eine Nachfrage. Dann erhalten Sie das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Da wir ja in Berlin auch immer auf die gesamte Wertschöpfungskette gucken und vor allen Dingen auch auf das Ende der Wertschöpfungskette, meine Zusatzfrage, wie sind wir denn vorangekommen mit der Kinodigitalisierung, die wir ja vor einigen Jahren begonnen haben? Wie ist da inzwischen der Stand? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Zimmermann, meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist ein Projekt, was für uns besonders wichtig war, vor allen Dingen wichtig war, für kleinere Kinos, vor allen Dingen für die Programmkinos, ihnen Unterstützung zu geben. Dies haben wir im zuständigen Ausschuss ja auch mehrmals berichtet und wir können heute auch mitteilen, dass in der Tat die Digitalisierung weitestgehend abgeschlossen ist. Das heißt, es sind noch einige Bereiche zu klären. Wir denken, dass bis zum Ende des Jahres aber insgesamt dieses Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen ist. Vielen Dank. Für eine weitere Zusatzfrage hat jetzt Frau Kollegin Bangert das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Warum war Ihnen Ihr Skiurlaub wichtiger, als an der Öffnung der Berlinale teilzunehmen? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Abgeordnete Bangert, ich finde es ja immer wieder bewundernswert, wie einerseits Sie mich aus dem Urlaub zurückhaben wollen, um mich gleichzeitig in Urlaub zu schicken und dann also das auch noch beklagen. Also auch ein regierender Bürgermeister hat, das mag man vielleicht für falsch halten, aber ich sage mal, auch ein regierender Bürgermeister hat das Recht auf Urlaub. Und ich orientiere mich meistens daran, dass ich das in den Parlamentsferien mache. Die haben Sie festgelegt und deshalb war in der Zeit auch ein Urlaub. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur nächsten gesetzten Frage. Aber von der CDU-Fraktion hat jetzt Herr Kollege Trapp das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, ich frage den Senat, wie viele Berliner Polizisten und wie viele Bundespolizisten waren bei der Räumung des Grundstücks an der Neuköllnischen Allee eingesetzt, das von Robin Wood besetzt war? Vielen Dank. Herr
Senator Henkel, bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Trapp, ich danke sehr für diese Frage. Die macht deutlich, dass es sich wirklich um eine spontane Fragestunde handelt. Denn wie viele Polizisten im Einsatz waren, die kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand in der Tat nicht beantworten. Herr Kollege Trapp, haben Sie eine Nachfrage? Dann bekommen Sie das Wort. Bitte schön. Ja, Herr Senator, Sie werden ja feststellen können, wie viele Berliner Polizisten, wie viele Bundespolizisten und ich glaube auch ein angeforderter Kran war vor Ort, wer dann anschließend die Kosten dieses Einsatzes übernimmt, denn wir haben ja im Haushalt dafür Gelder eingestellt. Herr Senator Henkel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Trapp, die letzte Frage beinhaltet ja schon fast die Antwort. Eben sagte aus Reihen der Opposition jemand ja eben, das ist so, es sind Gelder eingespart worden. Zur Frage und zur Zahl der Polizisten, es wären etwa 150 im Einsatz gewesen sein. Auch die Frage der unmittelbar anstehenden realen Kosten kann ich im Augenblick nicht beantworten. Vielen Dank. Dann hat die nächste Nachfrage Herr Kollege Magalski. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, wie viele Aktivistinnen wurden denn bei diesem Einsatz vom Felde entfernt und wurden auch Aktivisten in Gewahrsam genommen und wenn ja, wie lange? Herr Henkel. Ach, Herr Magalski. Ich finde es toll, dass diese Fragestunde einhergeht mit statistischem Zahlenmaterial. Auch auf diese Frage tut es mir leid, bin ich im Augenblick nicht in der Lage, Ihnen zu antworten. Ich weiß nicht, wie viele Aktivisten, wie lange festgesetzt wurden und wie lange sie aufgrund welcher Vergehen festgesetzt wurden. Das lässt sich sicherlich noch mal klären und ich bin auch gern bereit, Ihnen dies in Kürze zuzuliefern. So, für erstgesetzte Frage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Herr Kollege Esser das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns mal jetzt das wieder ein bisschen mit Ruhe machen. Das ist für uns alle was Neues, nicht nur für den Senat. Was Neues. Herr Kollege Esser, bitteschön. Alle verlangen was Neues, gut. Also, ich möchte den regierenden Bürgermeister fragen, wie er den verfilzten Vorgang beurteilt, dass das Rechtsgutachten von Herrn Geulen in der Angelegenheit Ihres ehemaligen Staatssekretärs Schmitz, durch das Sie, Herr Wowereit, entlastet werden sollen, über den ehemaligen regierenden Bürgermeister und Präsidenten des Abgeordnetenhauses Walter Momper verbreitet und der Senatskanzlei übersandt wurde. Herr Regierender Bürgermeister, bitte schön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Esser, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben ein merkwürdiges Rechtsverständnis, lieber Herr Esser, weil es ist keinem Bürger in Berlin verboten, eine Rechtsmeinung zu Papier zu bringen und sie auch an die Senatskanzlei zu schicken. Wo soll da ein Vorwurf sein? Wir haben das nicht in Auftrag gegeben. Es ist uns zugesandt worden, nicht wie gestern irrtümlicherweise gesagt worden ist von Herrn Geulen direkt, sondern über Herrn Momper. Wo soll da drin jetzt der Vorwurf sein? Dieses Schreiben von Herrn Geulen ist allen zugänglich. Damit kann man sich inhaltlich auseinandersetzen. Es ist die Darstellung eines Rechtsanwalts, der im Übrigen ja auch von Ihrer Seite bislang immer eine große Wertschätzung hatte. Und dann soll man sich inhaltlich damit auseinandersetzen. Wo soll da ein Vorwurf herauskommen? Herr Kollege Esser, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Dann bekommen Sie das Wort. Bitte schön. Ja, nachdem ich eben nicht in der sozialdemokratischen Bananenrepublik leben möchte, möchte ich dann doch fragen, Herr Wowereit, wollen Sie denn in diesem bemerkenswerten Fall von bürgerlichem Engagement uns gegenüber ausschließen, dass Sie oder Ihre Mitarbeiter Herrn Momper um Mithilfe gebeten haben? Herr Regierender Bürgermeister.
Herr Präsident, Herr Abgeordneter, ich kann Ihnen für meine Person Auskunft geben. Ich habe nicht um diese Mithilfe gebeten und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das von Seiten der Senatskanzlei gekommen ist. So, weitere Wortmeldungen haben wir nicht. Dann kommen wir jetzt zu der Frage von der Fraktion Die Linke. Frau Kittler, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, ich möchte fragen, wie bewertet der Senat den Beschluss des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf, der Grünen Berlin GmbH mit Verweis auf die IGA im Jahr 2017 über 500.000 Quadratmeter, unter anderem auch Teile des Wuhletals und den Kienberg, zur Nutzung bis zum Jahre 2034 zu überlassen und die Bewirtschaftungskosten dem Land Berlin überzuhelfen? Herr Senator Müller. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, ja, richtig kann ich es Ihnen jetzt nicht beantworten. Es ist richtig, im Zusammenhang der IGA-Konzeption spielt diese Grundstücksnutzung natürlich eine Rolle. Aber ob es sich jetzt wirklich um diese Höhen, also diese Summen handelt, die Sie eben dargestellt haben und auch um den Zeitraum, das kann ich Ihnen im Moment nicht bestätigen. Dem müssten wir nachgehen. Richtig ist, dass es da in Abstimmung mit dem Bezirksamt der Grünen Berlin, den Gärten der Welt, eben ein Konzept gibt zur IGA-Nutzung der Flächen und auch anschließender Nutzung. Da soll ja dann nicht nach Beendigung der IGA der Hammer fallen und dann ist das beendet, sondern es gibt ja dann Anschlussnutzung. Ob es dieser Zeitraum ist oder diese Summen, das kann ich Ihnen im Moment nicht bestätigen. Wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen, Frau Kittler? Dann bekommen Sie das Wort. Also ich kann Ihnen schon mal sagen, dass es so ist. Und dann möchte ich Sie fragen, sehen Sie das dann also auch so, dass die Entscheidungen ja von gesamtstädtischer Bedeutung sind und der Kienberg und das Wuhletal nach der IGA ja wieder den Berlinerinnen und Berlinern frei zugänglich sein müssen und sich deshalb nicht auch die zuständigen Senatsverwaltungen und auch die Ausschüsse dieses Hauses damit beschäftigen müssen? Herr Senator Müller. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, also das eine haben wir schon gemacht. Wir haben sowohl in den zuständigen Fachausschüssen wie natürlich auch im Hauptausschuss IGA-Konzeptionen dargestellt. Das haben wir beide miteinander möglicherweise nicht diskutiert, aber es ist sowieso jeder Fraktion unbenommen, dann dazu nochmal Besprechungen anzumelden oder eine Anhörung zu machen. Aber es hat die Diskussion zur IGA-Konzeption gegeben. Insgesamt, jetzt, glaube ich, verstehe ich besser die Zielrichtung Ihrer Frage, ist es natürlich richtig und wichtig, dass diese Fläche Kienberg dann auch nach der eigentlichen IGA wieder öffentlich zugänglich ist. Deswegen während der IGA-Zeit gibt es die Umzäunung, die wieder weggenommen wird nach der IGA-Zeit. Ja, die zweite Nachfrage hat jetzt Frau Dr. Hiller das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Darstellung, wie Sie sie bisher getroffen haben, war auch die, die uns bekannt war und die wir ja auch mitgetragen haben als Linke. Ich frage Sie deshalb, warum gibt es im Bezirk jetzt einen solchen Zeitdruck, einen solchen Vertrag abzuschließen? Warum wird nicht einmal die BVV einbezogen? Und warum gibt es keine Bürgerbeteiligung? Das alles lässt vermuten, dass man da ein unlauteres Spiel spielt. So. Ich mache nochmal darauf aufmerksam. Eine Frage, keine Begründung. Das waren drei. Darf sich Herr Müller eine aussuchen? Bitte schön. Herr Präsident, Frau Abgeordnete Hiller, die waren alle schön, aber ich weiß gar nicht, welche ich da rausgreifen soll, weil es handelt sich ja, so ging die Ursprungsfrage los, um einen Bezirksamtsbeschluss. Warum das Bezirksamt so mit der BVV umgeht, das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Wäre besser, wenn Sie das Bezirksamt an der Stelle fragen. Also es tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht direkt Auskunft geben. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu der gesetzten mündlichen Frage von den Piraten. Herr Lauer, bitte schön, kommen Sie nach vorne. Ja, hallo, vielen lieben Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich frage den Senat. Wie bewertet der Senat die Eröffnung der Gewaltschutzambulanz in der Charité am vergangenen Montag?
Herr Senator Heimann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Lauer, ich bewerte Sie positiv, auch wenn wir wissen. Auch wenn wir wissen, dass damit nicht alle Fragen geklärt sind. Herr Lauer, Sie wünschen eine Nachfrage zu stellen? Dann bekommen Sie das Wort. Bitte schön. Ja, es verwundert natürlich, dass ich bei der ausführlichen Antwort eine Nachfrage stelle. Aber, Herr Senator Heimann, was wird denn der Justizsenat unternehmen, um im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit dieses Angebot der Charité in der Stadt bekannt zu machen? Herr Senator, bitteschön. Herr Lauer, wir haben in der Tat die Charité gebeten, Öffentlichkeitsarbeit dazu machen, damit die Bürgerinnen und Bürger davon auch wissen. Das hat die Charité kurzfristig zugesagt. Ich habe letzte Woche Freitag selber mit Herrn Einhäupl darüber telefoniert. Die wollen jetzt den Erstbedarf ansehen, sind sozusagen in einer Voreröffnungsphase, so würde man das bei Hotels nennen. Und wir sind ganz sicher, dass wir das in den nächsten Tagen und Wochen veröffentlichen. Aber die Hoheit darüber liegt bei der Charité. Vielen Dank. Für die zweite Nachfrage hat Frau Kofbinger das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Senator Heilmann, mit der Gewaltschutzambulanz einher geht ja auch die Fragestellung nach der anonymen Spurensicherung. Das ist uns ja das wichtigste Unterthema sozusagen gewesen. Dazu habe ich Ihnen eine Frage gestellt, die mir dankenswerterweise letzte Woche beantwortet wurde. Und dort ist die Antwort eben so, dass Sie überaus zwiespältig die, ja, jetzt kommt die Frage, die bezieht sich ja auf die kleine Antwort, die kennt Herr Heimer natürlich, dass Sie sich außerordentlich zwiespältig verhalten zu dieser anonymen Spurensicherung. Sie wägen ab und haben im Prinzip im Ergebnis, wenn ich das richtig verstanden habe, und darauf richtet sich jetzt meine Frage, dass eigentlich... Nee, Frau Kollegin, eine Frage. Darauf richtet sich meine Frage. Im Prinzip habe ich das richtig gelesen. Sie lehnen das aber ab, weil die anonyme Spurensicherung für Sie im Vordergrund erstmal eine Verhinderung von Strafermittlungen darstellt. Habe ich das richtig verstanden? Das müssen wir noch ein bisschen üben mit der kurzen Nachfrage. Herr Senator, bitteschön. Naja, wir üben ja auch noch. Also die... Frau Kofmann, Sie haben es nicht ganz richtig verstanden. Es gibt Vor- und Nachteile der anonymen Spurensicherung in der Theorie. Ich komme gleich zur Praxis. Der Vorteil für, meistens sind es ja Frauen, einer Frau, die vergewaltigt ist, dass sie nicht sofort entscheiden muss, ob sie Strafanzeige erstattet oder nicht. Der Nachteil liegt, dass man zwar die Spuren bei der Frau damit sichern kann, aber nicht beim Täter, die man aber regelmäßig braucht, um einen Täter überführen zu können. Und deswegen kann das auch sich zum Täterschutz auswirken. Das ist das, was ich als Nachteil Ihnen versucht habe darzulegen. Wir sind mit der Verwaltung von meinem Kollegen Chaya im Gespräch und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt die ja schon anderen Pilotprojekte in anderen Städten genau dahingehend auswerten. Welche Wirkungen hat das? Welches dieser Modelle ist sinnvoll? Wie teuer sind diese Modelle eigentlich? Wer bezahlt sie denn? Die Krankenkassen, die Gesundheitsverwaltung, die Justizverwaltung oder in welcher Mischung auch immer? Und wenn wir da sozusagen das, was andere Standorte schon gelernt haben, wissen, dann überlegen wir weiter, wie wir ein Verfahren können, das möglichst alle diese Ziele berücksichtigt und die möglichen Nachteile, soweit es geht, ausschließt. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde der gesetzten Fragen. Es beginnt für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Beckers. Bitte schön. Ich frage den Senat, wie funktioniert das Landesprogramm Integrationslotsen/Stadtteilmütter, das seit 1. Januar 2014 regelfinanziert wird? Und was ist nun anders und welchen Beitrag leistet das Projekt im Sinne von guter Arbeit und Integration? Frau Kollat, bitte schön, dann haben Sie das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, Frau Becker, das Landesprogramm Stadtteilmütter-Integrationslotsen haben wir gestartet. Ich denke, diesem Hohen Haus ist bekannt, dass die Stadtteilmütter in Berlin eine Erfolgsgeschichte sind. Wir wissen aber auch, dass wir Probleme hatten im Zusammenhang mit der Finanzierung der Stadtteilmütter und Integrationslotsen, gerade was die Qualität der Arbeit angeht und dass wir kein Gesamtkonzept hatten. Nun haben wir im Jahr 2,2 Millionen Euro für so ein Landesrahmenprogramm zur Verfügung gehabt. Wir haben jetzt gestartet mit 70 zusätzlichen regelfinanzierten Stadtteilmüttern und Integrationslotsinnen und Lotsen. Das Neue an diesem Rahmenprogramm ist, dass das regelfinanzierte Stellen sind. Sie wissen, dass bisher die Stadtteilmütter und Integrationslotsen meist auf arbeitsmarktpolitische Instrumente gesetzt worden sind. Das heißt, wir konnten die Qualitätssicherung und vor allem die Kontinuität nicht immer sichern. Mit dem neuen Rahmenprogramm ändern wir das. Wir haben 70 Stadtteilmütter und Integrationslotsen, Lotsen, die regelfinanziert sind, also nicht abhängig sind von den Instrumenten der Bundesregierung. Neu ist, dass sie eine Begleitung bekommen, eine fachgerechte Begleitung. Neu ist, dass wir aufgrund eines einheitlichen Konzeptes eine Erstqualifizierung für diese zumeist Frauen anbieten. Und neu ist auch, dass sie begleitend qualifiziert werden, weil wir auch unheimlich viel Potenzial bei diesen Frauen sehen, nach ihrer Tätigkeit im Bereich Stadtteilmütter und Integrationslotsen vielleicht in einem anderen Bereich einen Anschlussjob zu finden, im Pflegebereich, im sozialen Bereich. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wir wollen also auch mit Qualifizierung diese Frauen befähigen, sich in den ersten Arbeitsmarkt dann auch später zu integrieren. Wir haben die Verteilung dieser zusätzlichen regelfinanzierten Stadtteilmütter und Integrationslotsen erstmalig auf einen Index beruhend verteilt, gerechter verteilt im Land Berlin, sodass alle Bezirke partizipieren. Ich denke, das ist auch etwas gewesen, was kritisiert worden ist. Und ich hoffe, dass wir mit diesem neuen Landesrahmenprogramm die Stadtteilmütter und Integrationslotsinnen und Lotsen eben zu einer besseren qualitativen Arbeit unterstützen können, sodass die Erfolgsgeschichte noch erfolgreicher wird. Vielen Dank. Wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Dann bekommen Sie das Wort, Frau Kollegin. Bitte schön. Ja, und was muss passieren, damit das Programm langfristig gesichert wird? Frau Senatorin, bitte schön. Ja, erfreulich ist, dass wir für unser Landesrahmenprogramm ja 2,2 Millionen Euro im Haushalt gesichert haben pro Jahr. Darüber können wir die Regiestelle und die 70 Stellen finanzieren. Und das Besondere ist, dass sie eben nicht mehr befristet beschäftigt werden. Es gab immer einen Wechsel bei den Personen. Es war immer schwierig, über die Jobcenter neue Stadtteilmütter zu finden. Hier haben wir die Finanzierung gesichert über unseren Haushalt. Was den Bereich ÖGB angeht, daran soll sich erst einmal grundsätzlich nichts ändern. Auch in Zukunft werden wir im Bereich ÖGB, Bürgerarbeit und FHV Stadtteilmütter und Integrationslotsen weiter finanzieren. Diesen Bereich kennen Sie. Sie wissen, dass das Bundesinstrumente sind. Bürgerarbeit läuft jetzt aus. Es ist ein Bundesinstrument. Wir hoffen, dass die neue Bundesregierung ganz schnell entweder Bürgerarbeit fortführt oder ein neues Instrument einführt, damit wir in diesem Kontext natürlich auch die Integrationslotsen sichern können. Vielen Dank. Die zweite Nachfrage wird dann durch den Kollegen Langenbrink gestellt. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Senatorin. Sie haben ja gerade darauf hingewiesen, dass Ende des Jahres die Beschäftigungsmaßnahme Bürgerarbeit auslaufen wird. Wie stellen Sie denn vor diesem Hintergrund sicher, dass diese Stellen tatsächlich dauerhaft gesichert werden? Auch vor dem Hintergrund, dass es meiner Kenntnis nach zum Beispiel allein in meinem Kölner Bezirk dazu führen wird, dass die erfolgreiche und niedrigschwellige Integrationsarbeit von alleine dort 60 Stadtteilmüttern in sozialen Brennpunkten betrifft. Vielen Dank. Frau Senatorin, bitte schön. Ja, wir haben, ich habe gerade die Zahlen noch mal verifiziert, Herr Abgeordneter. Das ist nämlich gerade eine sehr aktuelle Frage, Frau Bangert, weil das Landesprogramm neu gestartet ist. In der Tat, die Abgeordneten der SPD-Fraktion haben ein reges Interesse daran, in welchem Bezirk wie viele Stadtteilmütter und Integrationslotsen zur Verfügung stehen. Frau Bangert, wenn Sie Interesse haben, stelle ich Ihnen natürlich diese Zahlen auch zur Verfügung. Ich glaube, man sollte wissen, wo die Stadtteilmütter in der Stadt eingesetzt
umgesetzt sind. Was Bürgerarbeit angeht, hoffe ich sehr, sehr stark, dass die Bundesregierung hier schnell reagiert und Bürgerarbeit eben nicht bis Ende des Jahres ausläuft. Wir haben zurzeit die Situation, dass wir über 197 Bürgerarbeitsplätze haben in dem Bereich Stadtteil Mütterintegrationslotsen und FAV-Stellen 184, also in der Summe haben wir mit den Regelfinanzierten dann zurzeit 448 Stadtteilmütter und Integrationslotsen. Herr Abgeordneter, sobald das Instrument fortgeführt wird von der Bundesregierung, werden wir natürlich den Bereich der Stadtteilmütter und Integrationslotsen hier weiter verstärken, sodass mein Ziel natürlich ist, dass es in Neukölln und in anderen Stadtteilen nicht zu einer Verschlechterung kommt. Vielen Dank. Jetzt für die CDU-Fraktion der Kollege Wanzner. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, wie geht der Senat mit den Vorwürfen einiger Schüler um? Sie fühlten sich zur Teilnahme an den Demonstrationen gegen die Räumung des Oranienplatzes gezwungen? Und wie bewertet er den Aufruf der Lehrergewerkschaft GEW, den Schulstreik als praktischen Politunterricht zu verstehen? Frau Senatorin Scheres, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, zum einen finde ich sehr positiv, wenn sich die Schule mit den Schülern über politische Themen auseinandersetzt, bestimmte Themen diskutiert. Das sollte auch Thema im Politikunterricht oder auch in anderen Fächern sein. Und ich finde es auch sehr positiv insgesamt, wenn sich junge Menschen in der Gesellschaft engagieren. Aber ich muss auch deutlich sagen, dass Demonstrationen, dass junge Menschen an Demonstrationen während des Unterrichts teilnehmen, dass dies eben nicht vorgesehen ist. Wir haben eine Ausführungsvorschrift zum Thema Schulpflicht und hier ist es eindeutig geregelt. Und ich glaube schon, dass junge Menschen auch im Nachmittagsbereich genügend Zeit haben, an politischen Veranstaltungen und Demonstrationen teilzunehmen. Möchten Sie eine Nachfrage zu stellen, Herr Kollege? Dann bekommen Sie das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Senatorin. Wie gehen Sie aber gerade mit den Vorwürfen um von vielen Menschen, mit Eltern mit Migrationshintergrund, die entsetzt waren, dass ihre Kinder in der Schulzeit mehr oder weniger an Demonstrationen teilgenommen haben, von denen sie erst mal nichts wussten und zweitens, die sie auch möglicherweise so nicht akzeptierten? Frau Senatorin. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich habe es gerade deutlich angesprochen, dass ich es richtig und gut finde, wenn man sich mit inhaltlichen Themen in der Schule auseinandersetzt. Das erwarten wir ja auch, dass junge Menschen zu demokratischen Bürgerinnen und Bürgern erzogen werden und zum eigenständigen Handeln erzogen werden. Ich habe auch gerade deutlich angesprochen, dass es nicht akzeptabel ist, während der Schulzeit zu demonstrieren. Da haben wir Vorgaben und so ist das zu bewerten und entsprechend müssen die Eltern da auch selber mit umgehen. So, weitere Nachfragen haben wir nicht. Dann kommt die nächste für die Grünen, Frau Kollegin Bangert, bitte schön. Ja, auch zu einem Event zum Garzer Kultursommer. Ich frage den regierenden Kultursenator, wie bewerten Sie die Tatsache, dass das Kinder- und Jugendballett der Deutschen Oper mehrmals ohne Gage und damit zulasten des Etats der Deutschen Oper beim Garzer Kultursommer aufgetreten ist und Ihr ehemaliger Staatssekretär Schmitz hier offensichtlich seine berufliche Stellung und seine Beziehungen, damit verbundenen Beziehungen missbraucht hat, um sein privates Ansehen zu mehren? Vielen Dank. Erstmal bitte ich darum, dass wir bei den Amtsbezeichnungen bleiben, Frau Bangert, zumindest hier im Plenum. Herr Regierender Bürgermeister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Frau Abgeordnete Bangert, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wundere mich schon, dass Sie hier eine, doch sehr tendenziöse Darstellung einer Zeitung hier selber sich zu eigen machen.
Ich muss mal darauf hinweisen, dass das soziale Engagement gerade von Herrn Schmitz in der Vergangenheit von vielen Menschen ausdrücklich begrüßt worden ist. Und wenn bei der Kulturveranstaltung, die da offensichtlich in den letzten Jahren da stattgefunden hat, nicht nur das Kinderballett der Deutschen Oper, sondern andere Künstler wie Wolfgang Biermann oder andere dort ohne Honorar aufgetreten sind, dann liegt das in der Verantwortung der einzelnen Institutionen oder der Künstlerinnen und Künstler, ob sie im Rahmen ihrer Tätigkeiten sich in den Dienst der guten Sache stellen oder nicht. Ich weiß nicht, was daran zu skandalisieren ist. Vielen Dank. Frau Bangert für eine Nachfrage. Bitte schön. Herr Regierender Bürgermeister und Kultursenator, können Sie denn ausschließen, dass es noch weitere Vermischungen vom beruflichen und privaten Engagement Ihres Ex-Staatssekretärs Schmitz gibt? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man kann immer alles behaupten und natürlich mit Absolutheitsfragen dann also immer noch den Eindruck erwecken, da ist irgendetwas. Nochmals, das hat über Jahre hinaus nicht unter Verschluss oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, sondern wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich war da selber nicht dabei, bei keiner dieser Veranstaltungen in diesem Garza Festival da oder wie das da hieß, Kultursommer war eine öffentliche Veranstaltung. Viele Menschen aus Berlin sind da hingegangen, haben unterstützt, da ist gesammelt worden für den Erhalt der Kirche. Das wird normalerweise in unserer Gesellschaft ausgezeichnet. Und was Sie jetzt da versuchen, finde ich ehrlich gesagt bei aller Kritik am Verhalten von Herrn Schmitz in seiner Steuerangelegenheit und den rechtlichen Bewertungen, die da kommen. Ich finde, es hat auch irgendwann mal eine Grenze, wo auch eine Persönlichkeit ein Recht hat, hier nicht von Ihnen in dieser Art und Weise hier so behandelt zu werden und unter Generalverdacht gestellt zu werden. Für die zweite Nachfrage hat Herr Kollege Lux das Wort. Bitte schön. Herr Regierender Bürgermeister, können Sie denn den Eindruck nachvollziehen, den viele Berlinerinnen und Berliner haben, dass Verfehlungen, also die Vermischung von privaten und dienstlichen Interessen bis hin zu Steuerhinterziehung, so lange geduldet werden, solange nicht mehr Leute darüber Bescheid wissen als Sie, der Dienstherr? Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Lux, wenn Sie Ihre Frage noch mal so präzisieren können, dass man sie auch beantworten kann, wäre ich dankbar. Wollen Sie noch? Also, Herr Regierender Bürgermeister, Sie haben anderthalb Jahre lang einen Steuerbetrüger gedeckt, in der Hoffnung, dass das nicht öffentlich wird. Sie haben, deswegen frage ich Sie, können Sie es ausschließen, dass ähnliche Verfehlungen noch in Zukunft bekannt werden im Rahmen Ihres Dienstberichts? Jetzt ist es, glaube ich, verständlich, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, Ihre Frage ist von allgemeiner Art. Und in der Tat kann ich nicht ausschließen, dass in Ihrer Fraktion, in anderen Fraktionen, in der Regierung oder sonst wie steuerliche Vergehen da sind und die dann irgendwie an die Öffentlichkeit mal kommen könnten oder kommen. Kann ich nicht ausschließen, in der Tat nicht. So, jetzt kommen wir zur zweiten gesetzten Frage der Fraktion Die Linke. Frau Lomscher, bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, zur Überprüfung der Wohnlageneinstufung für den Mietspiegel 2015 frage ich den Senat, wie gedenkt der Senat sicherzustellen, dass die Berlinerinnen und Berliner über Möglichkeit, Zeitpunkt und eingegangene Anträge für Änderungen der Wohnlageneinstufung im Mietspiegel 2015 breit informiert werden und dazu Stellung beziehen können. Herr Senator Müller.
Herr Präsident, Frau Abgeordnete Lomscher, es ist ja so, dass alle Bürgerinnen und Bürger dazu auch Anregungen machen können und Einwendungen machen können, die dann ja auch in diesen entsprechenden Arbeitsgremien ja auch bewertet werden und gegebenenfalls mit einfließen. Wir werden ja jetzt sowieso noch sehen, wie sich möglicherweise das Verfahren und die Komponenten verändern zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels. Da hat ja auch die Bundesebene jetzt eine Initiative zumindest angekündigt, auch das zu überprüfen, welche Bestandteile in den Mietspiegel mit einfließen sollen. Also es gibt die Möglichkeit, diese Hinweise zu geben, diese Einwendung, aber wir werden sehen, wie sich das auch in den nächsten Monaten weiterentwickelt für den Mietspiegel 2015. Vielen Dank, Frau Kollegin Lomscher, für eine Nachfrage. Bitte schön, bekommen Sie das Wort. Ja, aber wie werden Sie denn nun sicherstellen, dass Sie über Änderungen, die andere beantragt haben, tatsächlich informiert werden und dazu Stellung nehmen können? Und wird denn wenigstens zu dem früheren Verfahren zurückgekehrt, dass rechtzeitig vor der Beratung und Entscheidung in der AG Mietspiegel wenigstens die Mietervertretungen über vorliegende Änderungsanträge informiert werden? Herr Senator Müller. Präsident, Frau Abgeordnete, ja, mit den Mietervertretungen, das wäre ja eine Möglichkeit, diese Gremien dann auch direkt anzusprechen. Ihren ersten Teil der Frage, glaube ich, kann ich nicht positiv beantworten, weil ich nicht weiß, wie das organisatorisch sichergestellt werden soll, dass alle, die eine Einwendung machen, eine Anregung geben, dann auch den entsprechenden Rücklauf bekommen, wann, wie, was, von wem mit eingeflossen ist. Das sehe ich im Moment nicht, aber über die Verbände, über die Institutionen und Organisationen ist natürlich eine Information möglich. Für die zweite Nachfrage hat Frau Kollegin Matuschek das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Herr Müller, werden Sie denn Möglichkeiten der Abfrage bei denjenigen, die sich dazu äußern wollen, nutzen, die da heißen Flyer, Anzeigen in Tageszeitungen, Informationen über die Kreise, die Sie jetzt ansprachen, da hinausgehend, also im allgemeinen Sinne Aufrufe an die Öffentlichkeit, sich zu dem Thema der Wohneinlagenstufung zu äußern. Werden Sie diese Möglichkeiten nutzen? Wenn ja, in welcher Weise? Und wenn nein, warum nicht? Herr Senator Müller. Herr Präsident, Frau Abgeordnete Matuschek, also ich glaube, man muss noch mal zwei, drei Sachen auseinanderhalten. Der Mietspiegel wird natürlich immer über alle Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht. Es wird darüber informiert. Es gibt im Vorfeld dazu Diskussionen. Wir haben jetzt, ich habe es eben schon gesagt, eine Debatte darüber, was soll überhaupt mit einfließen, was soll es für Veränderungen zum Mietspiegel geben. Wir haben dazu Diskussionen mit dem Mieterverein und. Das findet alles statt. Aber möglicherweise besteht nach wie vor das Missverständnis, dass der Mietspiegel ein politisches Instrument ist. Das ist es nicht. Sondern die Senatsverwaltung, die Verwaltung, auch nicht die Politik, moderiert ein Einigungsverfahren zwischen Vermieter- und Mieterorganisationen. Und wir sind in diesem Sinne dran beteiligt. Also insofern im Vorfeld die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit von unserer Seite aus zu machen, die schon Ansprüche formuliert, halte ich für problematisch. Es gibt natürlich interne Gespräche zur Erstellung des Mietspiegels, in welcher Form es stattfinden soll. Und es gibt dann über uns auch die Veröffentlichung und Bekanntmachung des beschlossenen Mietspiegels. Das sind unsere Kommunikationswege in diesem Verfahren. Frage Nummer zwei, Kollege Reinhardt, Sie haben das Wort. Bitte schön. Hallo erstmal. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat bezüglich einer Abschiebung. Ist es zutreffend, dass vor einer Woche eine Abschiebung von schwerstbehinderten kleinen Kindern nach Polen stattgefunden hat und ihrer Familie aus Tschetschenien? Wurden Alternativen zu dieser Abschiebung, die ja jetzt die Lebensgefahr für diese Kinder beinhaltet, geprüft, zumal ja auch die zuständigen Polizisten vor Ort zuerst ihren Einsatz dort verweigert haben? Bitte schön, wer antwortet? Herr Senator Henkel, bitte sehr. Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Reinhardt, aus datenschutzlichen Gründen kann ich über den konkret geschilderten Fall ja nur abstrakt berichten. Richtig ist, dass es einen solchen Vorgang gegeben hat.
richtig ist, dass sich auch ein Gericht in Berlin damit beschäftigt hat und dass man festgestellt hat, dass die ärztliche Versorgung auch in Polen gewährleistet werden kann. Dankeschön. Meine Damen und Herren Kollegen, die zweite Runde nach der Stärke der Fraktionen ist damit beendet. Ach, eine Nachfrage noch. Oh, Entschuldigung, Herr Kollege Reinhardt hat die übersehen. Ja, ich glaube, eine zweite Nachfrage wird es auch geben. Meine erste Nachfrage ist, da Sie jetzt bestätigt haben, dass der Fall sich so zugetragen hat, nach meinen Informationen, nach Presseinformationen sind die Medikamente, die die Kinder dort brauchen, in Polen vor Ort so nicht zu bekommen. Das wäre in Berlin möglich. Wären Sie bereit, wenn sich das so bewahrheitet, sich dafür einzusetzen, dass die Familie wieder nach Berlin reisen kann, zumal die Härtefallkommission ja auch signalisiert hat, dass sie sich damit beschäftigen wird? Bitte schön, Herr Senator Henke. Meine Damen und Herren, Kollege Reinhardt, es handelt sich hierbei, wenn ich mich recht erinnere, um einen Dublin-II-Fall. Insofern hat die Härtefallkommission Berlins damit nichts zu tun und wäre auch nicht damit zu befassen. Zu meiner zweiten Antwort. Es hat sich das Berliner Verwaltungsgericht damit beschäftigt und hat festgestellt, das, was ich schon gesagt habe, dass eine ärztliche Versorgung oder Stelle, wir reden vom selben Fall, auch in Polen gewährleistet wäre. Dankeschön. Hier oben für die zweite Nachfrage, Kollegin Bayram, bitte schön. Ja, Herr Senator, ich würde gerne wissen, abstrakt, wie das ist, ob die Gesundheit von schwerkranken Kindern in Dublin-II-Verfahren seitens der die Vollstreckung, nämlich die Abschiebung, durchführenden Polizeibeamten so auf die leichte Schulter genommen wird, wie Sie das hier gerade dargestellt haben. Bitte schön, Herr Henkel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollegin Bayram, ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass ich oder die Beamten vor Ort den Fall auf die leichte Schulter genommen haben. Allein der Verweis darauf, dass das Verwaltungsgericht sich mit diesem Fall beschäftigt hat, lässt ja wenigstens erahnen, jedenfalls für eine Juristin, wie Sie es sind, dass man sich mit diesem Fall sehr sorgfältig auseinandergesetzt hat. Und insofern habe ich dem eben Gesagten nichts weiter hinzuzufügen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Das Gongzeichen hat sich von alleine eingeschaltet. Wir waren unschuldig. Die zweite Runde nach der Stärke der Fraktionen ist jetzt aber wirklich beendet. Nun können wir die weiteren Meldungen im freien Zugriff berücksichtigen. Ich eröffne diese Runde mit einem Gongzeichen. Das mache ich jetzt. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Und da habe ich schon eine riesige Latte. Von Anmeldung. Eine riesige Liste von Anmeldungen. Na, jetzt sind Sie wenigstens alle wach. Also, Frau Kollegin Filbrand hat die erste Frage. Bitte schön. Wo ist denn die Kollegin Filbrand? Olli. Machen Sie es bitte vom Platz aus. Olli. Hallo? Ja. Dankeschön. Ich habe eine Frage an Senator Müller. Und zwar, Senator Müller, Sie sind zuständig für die Liegenschaftspolitik des Senats. Und Sie haben sicherlich auch ein Bild und ein Konzept zu der neuen Liegenschaftspolitik für Berlin. Wie definieren Sie, Herr Müller, das Berliner bzw. öffentliche gesamtstädtische Interessen, das rechtfertigen würden, ein Objekt wie das Vivantis-Haus in der Domenicostraße nicht an der Meistbietenden zu verkaufen und es dauerhaft als Sozialeinrichtung zu sichern? Frau Kollegin Filbrand und auch alle anderen Kollegen, nur der Hinweis, die Frage ist immer an den Senat zu richten. Aha. Und der Senat entscheidet dann, wer spricht. Gut. Herr Kollege Senator Nussbaum, Sie wollen antworten, oder? Nö. Bitte schön. Also, da ist Herr Präsident gerade von dem Kollegen Lux abgelenkt worden ist, würde ich Sie noch mal bitten, die Frage vielleicht noch mal einmal ganz kurz zu präzisieren. Meine Damen und Herren, jetzt noch mal ein bisschen Ruhe. Es ist verständlich, dass Herr Senator Nussbaum davon ausgegangen ist, dass Herr Senator Müller die Frage beantwortet. Jetzt sind Sie bitte so lieb und wiederholen noch mal kurz den Inhalt der Frage, dass der Senator antworten kann. Und bitte kommen Sie doch nach vorne, das ist dann besser, damit wir... Kommen Sie bitte nach vorne und stellen die Frage da nochmal.
komme jetzt mal wieder runter, damit die Konzentration jetzt wieder gewährleistet ist. Bitte schön, so. Frau Kollegin. Damit ich kurz bleibe, also nehme ich doch meinen Laptop mit. Herr Senator Nussbaum, wenn Sie jetzt zuständig für die Liegenschaftspolitik sind, dann haben Sie sicherlich ein Konzept, wie die neue Liegenschaftspolitik sein soll für Berlin. Wie definieren Sie, Herr Nussbaum, das Berliner bzw. öffentliche gesamtstädtische Interesse, das rechtfertigen würde, ein Objekt wie das Haus in der Domenicustraße vor Vivantes, also praktisch nicht an Meistbietenden zu veräußern und dauerhaft als Sozialeinrichtung zu halten. So, ich hoffe, jetzt ist die Frage angekommen. Herr Senator Nussbaum, bitte sehr. Wollen Sie erst? Doch. Ich warte, bis Sie zurück sind und dann antworte ich Ihnen, damit Sie es bequem haben. Dann können Sie dann sitzen. Ich warte, bis Sie zurück sind. So. Also ich kann mich da nahtlos, Herr Präsident, an den Kollegen Scheier anschließen. In der Tat hat Vivantes ja im Aufsichtsrat beschlossen, an langen Verhandlungen dieses Grundstück in der Dominikusstraße zu veräußern. Das Grundstück ist für Vivantes nicht mehr betriebsnotwendig. Das ist eine Entscheidung des Unternehmens. Dem hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Jetzt fragen Sie zu Recht nach der Frage des öffentlichen Interesses. Wie Sie wissen, gibt es ja eine neue Liegenschaftspolitik, und nach der neuen Liegenschaftspolitik hat das Abgeordnetenhaus ja jederzeit die Möglichkeit, politisch bedeutsame Grundstücke an sich heranzuziehen und zu sagen, dass mit diesem Grundstück etwas anderes passieren soll, respektive, dass man das zum Verkehrswert übernimmt. Aus der Sicht des Unternehmens muss ich auch eindeutig sagen, dieses Unternehmen ist ja nicht auf Rosen gebettet, sondern muss sich hier ja auch, wie wir letztens auch im Ausschuss diskutiert haben, jeden Tag anstrengen. Es stehen große Investitionen aus. Deswegen ist es klar, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch der Aufsichtsrat und der Vorstand sagen, sie können ein Grundstück nicht unter Wert zunächst weggeben. Das Unternehmen ist sich aber sicherlich im Bewusstsein auch dessen, dass dort diese Menschen in dieser Einrichtung sind. Und auch darüber ist diskutiert worden. Es geht darum, auch diese Menschen zu schützen, andererseits aber auch dieses Grundstück nicht zu verschenken. Und deswegen haben wir jetzt ein neues Instrument der neuen Liegenschaftspolitik, dass bei politisch bedeutsamen Grundstücken dieses Abgeordnetenhaus, wie gesagt, auch eine Entscheidung treffen kann. Dankeschön. Sie haben jetzt die erste Nachfrage. Bitte schön, Frau Kollegin Verband. Ja. Herr Nussbaum, Sie haben sich ein bisschen herumgedrückt jetzt von richtiger Antwort. Warum können Sie und wollen oder wollen Sie nicht klar sagen, dass die Zukunft von über 45 Menschen mit psychischen Problemen, die einen Umzug kaum ertragen können und kaum eine adäquate Unterbringung finden können, im Interesse von Berlin ist? Warum können Sie das nicht sagen? Bitte schön, Herr Senator Nussbaum. Liebe Frau Abgeordnete, ich glaube, da verwechseln Sie zwei Dinge. Ich versuche Ihnen ziemlich deutlich zu machen, dass die Diskussion bei Vivantes sowohl von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, vertreten über die Arbeitnehmerseite, aber auch von der Arbeitgeberseite, sehr fokussiert war mit Blick auf die Menschen. Ich glaube, es sind 40 Menschen, die dort in dieser Einrichtung leben, was damit passiert. Und das ist in den Gesprächen und Verhandlungen berücksichtigt worden. Und es ist für diesen Fall auch klar ein Commitment des Unternehmens herausgegeben worden, dass dieses Grundstück natürlich immer unter dem Vorbehalt steht, dass mit den Menschen vernünftig umgegangen wird. Und deswegen ist zum Beispiel vorgesehen, dass dort 24 Monate Übergangszeit in jedem Fall da sind, wo eine andere Lösung gesucht wird. Soweit ich weiß, sind auch dort Lösungen angeboten worden, sind Gespräche geführt worden. Und ich kann das auch für meinen Kollegen Scheier sagen, die wir hier im Aufsichtsrat sitzen. Wir werden dort nichts tun, was letztlich nachher nicht sozialverträglich ist mit Bezug auf die Menschen. Aber andererseits, ich sage das nochmals, können Sie einem Unternehmen wie Vivantes, das hier ein Grundstück verkaufen will, es ihm auch nicht nehmen, dieses Grundstück, wie gesagt, zum Wert zu verkaufen. Und wenn es politischer Wunsch und öffentliches Interesse ist, dass dieses Grundstück in der Domenicostraße bei Pinel bleibt, dann muss hier im Abgeordnetenhaus, Sie sind der Haushaltsgesetzgeber, eine Entscheidung getroffen werden, die dieses Grundstück dann zum Verkehrswert übernimmt, den Preis an Vivantes gibt. Und dann kann mit diesem Grundstück eine andere Verfügung gemacht werden. Ich sage nur noch mal, man sollte sich dann auch den Träger angucken. Dankeschön. Nächste Nachfrage hat der Kollege Magalski. Nee, das war eigentlich schon für die nächste Runde gedrückt. Und jetzt verstehe ich nicht, warum ich hier blinke.
Ist dann jetzt aber, wenn es keine weitere Nachfrage, Kollegin Herrmann, bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Nussbaum, habe ich Sie richtig verstanden? Das Grundstück wird verkauft, wenn nicht das Abgeordnetenhaus das an sich zieht. Sprich, Sie sagen, neue Liegenschaftspolitik wird vom Senat nicht gemacht, sondern nur vom Abgeordnetenhaus. Und Sie interessiert nur die Veräußerung am Beispiel Dominikusstraße. Bitte, Herr Senator Nussbaum, zur Beantwortung. Sehr geehrter Präsident, liebe Frau Kollegin, kann ich das nochmals erklären? Das ist ein Grundstück, was Vivantes gehört. Und das Unternehmen hat beschlossen, sich von diesem Grundstück zu trennen. Und die Mittel, die aus dem Verkauf erzielt werden, wieder in das Unternehmen, in die Krankenpflege, in den Ausbau der Infrastruktur zu investieren. Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in diesem Unternehmen haben in den letzten Jahren, wie Sie wissen, erhebliche Beiträge für dieses Unternehmen geleistet, durch Lohn- und Gehaltsverzicht, durch andere Dinge. Das Land hat ebenfalls Kapital zur Verfügung gestellt. Und ich muss Ihnen eindeutig sagen, aus Sicht des Unternehmens gibt es vermutlich gar keine andere Entscheidungsmöglichkeit, als zu sagen, Sie wollen dieses Grundstück verkaufen. So, das ist erstmal eine Seite. Die zweite Seite ist, dass es sich von selbst versteht, dass es sich um ein Grundstück handelt, respektive ein Haus, wo relativ hohe Investitionsbedarfe auch notwendig sind. Ich kann mir auch vorstellen, wenn Sie sich das mal persönlich angeguckt haben, dass Sie vielleicht zum Ergebnis kommen, dass man den Menschen noch etwas Besseres bieten kann, die da drin sind, dass sie auch vielleicht etwas Besseres verdient haben als in diesem Haus, so wie es ist. Tun sie aber entscheidend nicht. Und dass es deswegen darum geht, auch für diese Menschen eine vernünftige Bleibe und Unterkunft mit der entsprechend notwendigen Betreuung zu organisieren, die in diesem Haus, was relativ runtergekommen ist, von dem Träger in der Form so nicht gewährleistet worden ist. Diese Frage sollten Sie vielleicht mal an erster Stelle stellen. Auch das steckt hinter den Bemühungen von Vivantes, hier eine Lösung zu finden. Und deswegen sage ich Ihnen, soweit ich da Aufsichtsratsmitglied bin in diesem Unternehmen, das Gleiche gilt für den Kollegen Schaja, dass wir beide uns dafür einsetzen und bemühen, dass um diese 40 Menschen, dass mit denen gut und ordentlich und in vollem Respekt umgegangen wird. Und dann komme ich zu dem dritten Punkt, zur neuen Liegenschaftspolitik, die wir hier beschlossen haben. Wenn Vivantes als Unternehmen eben auf die Einnahmen verzichten soll, dann ist das Ihre Entscheidung hier als Budgetgesetzgeber zu sagen, ja, wir übernehmen dieses Grundstück und wir kompensieren Vivantes und führen dieses Grundstück einer anderen Nutzung zu. Das ist die neue Liegenschaftspolitik, das kann aber dann nicht Vivantes, das kann nicht der Senat, sondern das muss dann schon vom Budgetgesetzgeber hier dem Parlament gemacht werden. Ich kann das einsehen, wenn Sie zu einer solchen Entscheidung kommen. Und deswegen haben Sie ja jetzt nach der neuen Haushaltsordnung auch die Möglichkeit, genau in solchen Fällen auch zu sagen, es ist uns ein Fall, der es wert ist, auf die Erlöse zu verzichten, und wir finanzieren das aus dem Haushalt. Insofern finde ich, ist das doch eine Liegenschaftspolitik, die hier auch Perspektiven gibt. Vielen Dank. Für die nächste Frage erteile ich dem Kollegen Lauer das Wort. Bitte nach vorne kommen. Ohne Laptop. Nein, da freut sich sogar die Anlage. Ich frage den Senat, stimmt, es ist ja die neue Geschäftsordnung. Ich frage den Senat, es ist ja so, dass man gehört hat, dass die gemeinsame Ermittlungsgruppe der Polizei Schleuserkriminalität aufgelöst werden soll und die Beamtinnen und Beamten dem Betrugsdezernat zugeordnet werden sollen. Jetzt hört man aber vom Bundesinnenministerium, dass die Betrugsdezernate... Kommen Sie dass zur sie noch Frage, mit, Kollege Lauer. Ja, ja, ich komme zu der Frage. Nun hört man aber, dass das BMI, die Bundespolizei, mit der Berliner Polizei darüber noch verhandelt. Was ist jetzt der Stand der Dinge, Herr, lieber Senat? Ist diese gemeinsame Ermittlungsgruppe jetzt schon aufgelöst? Wird sie aufgelöst? Was ist die Zukunft dieser gemeinsamen Ermittlungsgruppe? Antworten wird, ist mir signalisiert worden, der Herr Senator Henkel, bitteschön. Ach, so ungewöhnlich nun wieder nicht, Herr Kollege. Herr Präsident, Kollege Lauer,
Es gab in der Tat, wie das nicht unüblich ist, im Sommer letzten Jahres Überlegungen zu Neustrukturierungen der Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Da kommt Bund und das Land zusammen. Und dann wurde natürlich, wie das immer so ist, in einer Stadt wie Berlin mit einer zum Teil aufgeregten Presselandschaft sofort gesagt, diese Ermittlungsgruppe wird aufgelöst. In der Tat ist es richtig, wie Sie jetzt gefragt haben, diese strukturellen Überlegungen sind noch mitten im Gang. Eine endgültige Entscheidung in dieser Frage ist meines Erachtens noch nicht ergangen. Dankeschön. Nachfrage, bitte sehr. Was ist denn in diesen Verhandlungen die Position des Landes Berlin? Wollen wir diese Ermittlungsgruppe auflösen oder nicht? Bitte sehr, Herr Senator Henkel. Sehr, meine Damen und Herren, Kollege Lauer, da die Frage der Grenzsicherung sozusagen als eine Kernaufgabe auch der Bundespolizei zu sehen ist, haben wir diese Überlegungen angestrengt. Und noch einmal, diese Überlegungen sind meines Erachtens noch nicht zu Ende. Wenn sie das sind, dann können wir in den zuständigen Ausschüssen darüber auch noch mal sprechen. Im Grundsatz geht es ja bei Strukturüberlegungen immer darum, wie kann man mit dem vorhandenen, auch personellen Potenzial Kriminalitätsbekämpfung effektiv gestalten. Und weil man sich dieser Frage dauernd unterzieht, werden auch immer mal wieder die ein oder andere Überlegung vorgenommen, so auch in diesem Fall. So, wenn Sie mich nach der Haltung fragen, wird es darum gehen, dem Polizeipräsidenten und der Polizei eben die Freiheit zu lassen, genau darüber nachzudenken, inwieweit man in der Tat diese gemeinsame Ermittlungsgruppe braucht oder ob man die Kräfte nicht anderweitig besser einsetzt. Noch einmal zu den Kernaufgaben der Grenzsicherung, und wir sprechen über Schleuserkriminalität, sprechen wir über einen Bereich der Bundespolizei, aber auch das noch mal nach meinem Wissen ist die Überlegung dazu noch nicht abgeschlossen. Danke schön. Für eine weitere Nachfrage hatte sich Kollege Zillig eingebucht. Bitte schön. Ja, Herr Kollege Henkel, nachdem Sie jetzt sagen, die Entscheidung darüber ist noch nicht getroffen, was mich zunächst wundert, weil dass die Entscheidung getroffen worden ist, ist von Ihrem Haus im Hauptausschuss nicht dementiert worden, frage ich denn, wann wird denn die Entscheidung über die Auflösung der, der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Schleuserkriminalität getroffen werden? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Zillig, die Entscheidung wird getroffen nach Vorlage sämtlicher für mich relevanter Fakten und letztlich auch durch mich. Ja, ich bin Innensenator, Sie erinnern sich. Und dabei spielt die fachliche Bewertung neben den mir relevanten Fakten eine Rolle, die mir vorgelegt werden sollen. Und dann werden wir gemeinsam eine Entscheidung treffen. Es ist Aufgabe der Polizei, genau mir entsprechende Vorlagen zu machen. Ich will daran anknüpfen, was ich dem Kollegen Lauer geantwortet habe. Wir werden uns gemeinsam überlegen müssen, wie wir das vorhandene Personal effektiv zur Kriminalitätsbekämpfung einsetzen. Dabei gibt es viele Dinge zu beachten. Die Polizei muss die Freiheit haben, genau diese Gedankengänge zu produzieren. Das werden Sie tun, und dann werden wir in einem gemeinsamen Prozess zu einer Entscheidung kommen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, die Fragestunde ist damit für heute beendet. Nun kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Das sind die Prioritäten. Die sind ja auch in der neuen Geschäftsordnung verankert geblieben. Ich rufe also die laufende Nummer 3.1. Das ist die Priorität der Fraktion der CDU in Verbindung mit Tagesordnungspunkt 25. Hier geht es um den Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU, Drucksache 17-1448, dauerhafter Schutz für Kleingärten in Berlin. Für die Beratung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von grundsätzlich 5 Minuten zur Verfügung. Soweit eine Fraktion die Redezeit von 5 Minuten überschreitet, neue Regelung, erfolgt eine Anrechnung auf das Kontingent der Fraktion gemäß § 64 Absatz 1 Satz 1 unserer Geschäftsordnung. Es beginnt die antragstellende Fraktion, und der Kollege Evers hat jetzt das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kleingärten zur Mittagszeit. Wir können stolz sein auf unsere über 73.000 Berliner Kleingärten. Ich glaube, wir stimmen alle darin überein, dass sie ein Teil der Identität unserer Stadt sind
und ein ganz wesentliches Element der bunten Vielfalt des Stadtgrüns in unserer Stadt Berlin. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass Kolonien in allen Stadtlagen existieren. Sie existieren in den Außenbezirken bis hin in die Innenstadt. Und wer sich entweder hier in unserem schönen Lande oder international umschaut, der wird keine vergleichbare Metropole finden, die über eine so große Zahl und so hohe Dichte an nutzbaren Gärten im unmittelbaren Einzugsbereich der Innenstadt verfügt. Diese Ressource bildet eine historisch gewachsene, kulturelle, ökologische und soziale Ressource. Sie ist ein wichtiger Faktor der Naherholung, der Ökologie und des Stadtklimas. Und es war deshalb von vornherein erklärtes Ziel unserer Koalition und des Senats von Berlin, Kleingärten möglichst dauerhaft im Stadtgebiet und im Stadtbild zu sichern. Deswegen haben wir mit Senatsbeschluss vom 12. Januar 2010 auch die Fortschreibung des Kleingartenentwicklungsplans beobachtet. Am 7. Januar diesen Jahres hat der Senat für 11 Kleingartenanlagen, die eine Schutzfrist bis zum Jahr 2014 hatten, eine nochmalige Verlängerung bis zum Jahr 2020 beschlossen. Das ist für sich genommen erstmal eine gute Nachricht, aber wer den zeitlichen Ablauf sieht, im Januar 2014 wird die Verlängerung von Schutzfristen für Kleingartenanlagen beschlossen, die im Jahr 2014 ausläufen. Der zeigt auch, wo ein Teil des Problems liegt, mit dem sich unser Koalitionsantrag beschäftigt. Denn zusätzlich zu den rund 2.500 Hektar, was 83% sind, der dauerhaft gesicherten Kleingartenanlagen in Berlin, haben wir nun einmal für rund 257 Hektar, was 8% sind, eine Schutzfrist nunmehr bis zum Jahr 2020. Und darum sollten wir uns auch jetzt schon mit Ihrer Perspektive beschäftigen. Das Kleingartenwesen genießt in Berlin einen sehr hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Es gibt über alle Generationen hinweg eine immens große Nachfrage nach den Parzellen. Das Thema Urban Gardening in Neudeutsch bewegt Stadt- und Zukunftsforscher gleichermaßen. Und die Kleingärten in Berlin werden zunehmend auch international als eine einzigartige Bereicherung unserer Stadt und als ein Vorbild für andere anerkannt. Und wie schon gesagt, stellt sich für einen kleinen Teil dieser Fläche immer wieder die Frage nach ihrer dauerhaften Sicherung oder beabsichtigten zukünftigen Nutzung. Jeder von uns kennt die Diskussion aus seinem Wahlkreis, jeder kennt sie aus seinem Arbeitsbereich. Wann immer die Interessenkonflikte um die Nutzung öffentlicher Flächen aufkommen, sind wir alle gemeinsam gefordert, gemeinsame Grundsätze für den Umgang damit zu finden. Und so unterschiedlich und plausibel die Gründe für die Schutzfristen im Einzelnen sein mögen, es liegt, glaube ich, in unser aller Interesse, den Anteil der geschützten, der dauerhaft geschützten Kleingartenflächen insgesamt zu erhöhen und auf diese Weise die Vielfalt der Kleingartenkolonien in Berlin so weit wie möglich dauerhaft und verbindlich zu sichern. Wir sind dabei einerseits motiviert von den gesamtstädtischen Interessen Berlins, wir sind aber andererseits auch getrieben davon, dass am Ende jeder Kleingärtner ganz berechtigt eine gewisse Planungssicherheit für seine Parzelle erwarten kann. Denn sie investieren nicht nur Geld, sie investieren auch viel Zeit und Arbeit und sie schaffen sich damit sehr häufig die einzige für sich und ihre Familie erschwingliche Form der Naherholung. Und auch wenn wir in einer wachsenden Metropole, das haben wir an anderer Stelle heute schon diskutiert, einen ständig steigenden Bedarf an Flächen für den Wohnungsneubau und für soziale Infrastruktur haben, dürfen wir doch dennoch nicht die Belange und die Bedeutung der Kleingartenkolonien aus dem Fokus verlieren. Ich glaube, wir stehen alle in der Verantwortung, auch bei divergierenden Interessenlagen dafür zu sorgen, dass insbesondere Kleingartenflächen nicht die erste Wahl sind, wenn es um die Gewinnung neuer Flächen für den Wohnungsbau geht. Und sollten dennoch perspektivisch Nutzungsänderungen für bestimmte Areale vorgesehen und unvermeidbar sein, dann finden wir es selbstverständlich, dass den Betroffenen das erstens frühzeitig bekannt gemacht und zweitens begründet wird. Und dass es dabei in der Vergangenheit erhebliche Kommunikationsdefizite gegeben hat, darüber sind wir uns wahrscheinlich einig. Und dem wollen wir mit unserer parlamentarischen Initiative entgegenwirken, denn ich möchte es ehrlicherweise nicht wieder erleben, wie zuletzt, dass Kleingärtner selbst im Jahr des Ablaufs einer Schutzfrist noch nicht so recht wissen, ob sie denn eigentlich verlängert wird, ob ihre Kolonie eine Zukunft hat oder nicht. Solche Hängepartien sind unwürdig und die Betroffenen haben sie auch nicht verdient. Auch deswegen ist diese politische Initiative notwendig und wird von uns getragen. Bei Kleingartenkolonien, die kleiner als 3 Hektar sind, liegt die Zuständigkeit bekanntlich für ihre Bestandssicherung bei den jeweiligen Bezirken. Auch hier, das weiß jeder aus seinen Bezirken, gibt es nach wie vor Defizite bei der Umsetzung. Und deswegen ist eine der weiteren Aufgaben, die wir an den Senat formuliert haben, übrigens in Umsetzung unserer Koalitionsvereinbarung, dass der Senat in der Pflicht ist, die Bezirke bei der Sicherung auch dieser Kleingartenanlagen zu unterstützen und dazu beizutragen, dass sie dauerhaft gesichert werden können. Zu guter Letzt ein weiterer Bestandteil unserer Initiative. Wir alle wissen, die Anfänge des Kleingartenwesens liegen lange vor unserer Zeit. Sie liegen bereits im 19. Jahrhundert. Wir alle kennen die individuelle Geschichte, die Tradition der jeweiligen Kolonien aus unseren Wahlkreisen. Und diese Entwicklung steht in einem engen Zusammenhang mit der Industrialisierung, mit dem schnellen Wachstum der Großstadt Berlin.
Die Kleingärten sollten seinerzeit die Selbstversorgung der Bevölkerung und ihren Gesundheitszustand verbessern. Sie sollten übrigens auch ein Beitrag zur Bildung unterer Bevölkerungsschichten sein. Und sie sind damit ein Bestandteil der Erfolgsgeschichte Berlins geworden, an dem wir festhalten wollen. Das soll nämlich auch so bleiben. Und deswegen soll, muss und will das Kleingartenwesen sich selbst auch weiterentwickeln, wofür es vielversprechende Ansätze gibt. Wir haben in der Anhörung im zuständigen Ausschuss eine Menge davon gehört, die wir begrüßen und die wir als positive Impulse verstärken wollen. Wir wollen den Wandel der Kleingartenkolonien in Berlin begleiten und unterstützen. Wir wünschen uns eine immer stärkere Öffnung der Anlagen für die Allgemeinheit und eine Integration in ihre Umgebung. Kleingärten sollen Naturerfahrungsräume für jedermann sein, grüne Rückzugsräume in urbaner Umgebung. Und ich sehe im Übrigen auch einen Bedarf auf bundespolitischer Ebene. Denn das Kleingartenbild, das unser Bundeskleingartengesetz vermittelt, entspringt dem Geist ganz der vergangenen Zeit, die ich eben beschrieben habe. Wir wollen mit den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern und mit Ihnen gemeinsam ein Profil für die Kleingärten von morgen finden und entwickeln. Wir wollen, dass die Internationale Gartenschau 2017 dafür eine Plattform bietet, dass wir daraus auch Ansätze ableiten, wie wir das Bundeskleingartengesetz möglicherweise in bestimmten Bereichen zu novellieren haben, um zu zeitgemäßen Bestimmungen und auch einer neuen Rechtfertigung für den Bestand unserer Kleingartenkultur und ihre dauerhafte Sicherung zu kommen. Vielen Dank und ich hoffe auf Ihre Zustimmung auch im zuständigen Ausschuss. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Altug, Sie haben das Wort, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Evers, ich würde sagen, Ihre Reihen zeigen, wie wichtig dieses Thema Kleingarten Ihrer Fraktion ist. Und Sie kommen hierher und pflücken Lorbeeren, indem Sie uns erklären, wie wichtig und wie toll die Kleingärten sind. Aber ich frage mich, was für ein Antrag ist das? Das ist nicht mehr als ein Schaufensterantrag. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Antrag ist ein Armutszeugnis, mehr nicht. Seit Jahren wird in dieser Stadt über die Sicherung der Kleingärten diskutiert. Im November haben sie sich damit gebrüstet, 12 von 19 Kolonien gerettet zu haben. Doch was für eine Rettung ist das, wenn 2020 schon wieder der Bagger vor der Tür steht? Inzwischen ist auch klar, dass der Kleingartenentwicklungsplan für Kolonien, die sich nicht auf landeseigenen Grundstücken befinden, keinen ausreichenden Schutz bietet. Und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus in Ihrem Antrag? Es sollen, steht in Ihrem Antrag, gegebenenfalls Instrumente jenseits der Festlegung von Schutzfristen entwickelt werden. Ist das alles, was Ihnen eingefallen ist? Kein Wort dazu, wie diese Instrumente aussehen könnten. Nicht einmal 5 Zeilen umfasst die Begründung Ihres Antrags. Ist das das Ergebnis der Stärkung der parlamentarischen Arbeit durch die Parlamentsreform? Dabei haben Sie, Herr Evers, von Staatssekretär Gotte die Antwort auf Ihre Kleine Anfrage schon bekommen. Mit Blick auf die Kolonie Önhausen antwortet er Ihnen, dass eine dauerhafte Sicherung nur durch die entsprechende bauplanungsrechtliche Ausweisung erreicht werden kann. Das ist der Weg, den wir zusammen mit den Bezirken gehen müssen. Die BVV-Fraktionen aus Charlottenburg und Wilmersdorf haben das Abgeordnetenhaus in der vergangenen Woche um Hilfe gerufen, insbesondere mit Blick auf das mögliche Entschädigungsrisiko. Und was tut der von Ihnen getragene Senat? Er lässt den Bezirk nicht nur im Regen stehen, getreu dem Motto, macht euren Mist doch allein, sondern er stellt dem Bezirk auch noch ein Bein. Auf einmal ist von 50 Millionen Euro Entschädigung die Rede. Das ist nun aber eine Summe, die in keinem Gutachten steht. Hier beginnt die Stimmungsmache für den anstehenden Bürgerentscheid im Bezirk. Ich frage Sie, sind das die Instrumente, mit denen Sie Kleingärten sichern wollen? Das kann doch nicht wahr sein. Sehr geehrte Damen und Herren, wir alle wissen um den Bedarf an günstigem Wohnraum. Aber dies darf nicht zur Folge haben, dass den Bezirken ihr wichtigstes Recht, die Bauleitplanung von Investoren de facto aus der Hand genommen wird. Dann genügt es in der Zukunft, eine möglichst hohe Entschädigungssumme zu behaupten. Einen Kündigungsgutachter findet man dafür bestimmt. Und schon knicken die finanziell gebeutelten Bezirke ein. Wir brauchen Bezirke, deren Verwaltungen stark genug sind, diesem Druck zu widerstehen.
notfalls auch vor Gericht. Und wir brauchen einen Senat, der Sie dabei unterstützt. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Umgang mit der Kleingartenkolonie Önhausen ist leider typisch für die Kleingartenpolitik Ihres Senats. Von Transparenz und Partizipation ist keine Spur. Den Entwürfen für den Stadtentwicklungsplan Wohnen haben wir entnehmen können, dass Sie in den nächsten 10 Jahren allein im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 40% aller Kleingartenanlagen aufgeben wollen. 40%, ist das die Rettung der Kleingärten? Önhausen ist also kein Einzelfall. Und bevor die Kollegen von der SPD uns nun wieder vorwerfen, wir wären gegen jegliche Bebauung, ich sage nein, das sind wir ja nicht. Aber wir wollen eine offene und ehrliche Bestandsaufnahme in dieser Stadt statt eines Schaufensterantrags. An dieser Bestandsaufnahme zusammen mit den Bezirken müssen die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner über ihre Verbände von Anfang an beteiligt werden. Es reicht nicht aus, wenn Planungen bekannt gemacht und begründet werden, wie sie in ihrem Antrag fordern. Das sollte in einem Rechtsstaat selbstverständlich sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die Mitte der Legislatur ist fast erreicht. Mit diesem Antrag, liebe Koalition, ist das Erreichen des Klassenziels leider ernsthaft gefährdet. Wir hoffen, dass Sie die Zeit bis zur Ausschussberatung nutzen werden, um endlich Ihre Hausaufgaben zu machen. Danke. Herzlichen Dank. Für die Fraktion der SPD hat jetzt die Kollegin Hausdörfer das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Okay. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Seit über 7 Jahren bin ich jetzt schon die Kleingartenbeauftragte meiner Fraktion. Ja, das ist ein gutes Jubiläum. Und in dieser Zeit habe ich so ungefähr die Hälfte der Berliner Kleingartenanlagen gesehen, in offizieller, aber auch in inoffizieller Mission. Kleingartenanlagen auf privaten und landeseigenen Grundstücken, teilweise auf Land außerhalb der Stadtgrenzen oder eben an den höchst verdichteten Stellen der Innenstadt. Ich habe Anlagen wie die Anlage am Adlergestell gesehen, die Parzellen für Schulkinder als Schulgarten zur Verfügung stellt, oder die Altklinika Bach-Espe, die sogar eine Kooperationsvereinbarung mit einer Kita geschlossen hat und damit Landessieger im vergangenen Jahr wurde. Die besondere Naturerfahrung für Kinder vermitteln natürlich sehr viele Anlagen, aber ein besonders schönes Kinderfest ist sicherlich das Drachenfest der Kleingärtner im Prenzlauer Berg. Ich habe die Weddinger Kolonie Nordkap besucht, die ein ganz besonders hervorragendes Beispiel für die Integration im Kleingarten darstellt. Und zwar nicht nur dadurch, dass sie unterschiedliche Nationen zusammenbringt, sondern sich auch kulinarisch einbringt, aber auch die Biodiversität der Anlage deutlich erhöht. Ich habe Kooperationen mit Kleintierzüchtern oder Imkern oder der Initiative Berlin Sumpf besucht, sowie die Naturlehrpfade, wie zum Beispiel in der Neuköllner Kolonie Freiheit, die durch die Schnippelgürz angelegt wird. Und es war mir eine ganz besondere Freude, dass 2010 die Anlage Lange Gurke, die in meinem Wahlkreis Adlershof liegt, den 3. Preis im Bundeswettbewerb, nämlich Gärten im Städtebau, Leben und Begegnen im Grün, gewonnen hat. Und zwar für eine vorbildliche Verbindung von Grün und Stadtentwicklung. Und ich sehe auch zum Beispiel die Gartenfreunde Treptow, die sich jedes Jahr beim Fest für Demokratie und Toleranz engagieren und so zeigen, dass das Streiten für Demokratie und Toleranz eben nicht vor dem Gartentor Halt macht. Aber ich habe eben auch andere Anlagen gesehen, nämlich die, die wie kleine Trutzbogen verschlossen sind, die durchaus noch attraktiver für junge Familien sein können, die auch durchaus mit den Folgen des demografischen Wandels zu kämpfen haben, da selbst Kleingärtner älter werden und sich dann mitunter nicht mehr um ihre Parzellen kümmern können. Das sind Herausforderungen, denen sich das Kleingartenwesen stellen muss und welches wir auch mit unserem Antrag gerne unterstützen möchten. Und auf der anderen Seite gibt es seit Jahren ein Gespenst mit großer Schreckwirkung, was durch 17% der Berliner Anlagen tingelt, die Schutzfrist. Eine trügerische Sicherheit verspricht diese Schutzfrist. Man denkt, man hat noch einige Jahre Zeit, bis die Zukunft der Anlage wieder auf dem Prüfstand steht, aber so ist es nicht. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Altug? Zum Schluss, bitte. Zum Schluss. Jederzeit im laufenden Jahr ist diese kündbar und die Zeit vergeht doch schneller, als man denkt. So gehört dieses Instrument, was historisch eine Bedeutung hatte, auf den Prüfstand. Auch sollten bei der Erarbeitung der Entwicklungsperspektiven durchaus realistische, breit kommunizierte Maßstäbe gelten. Und da gibt es auch so einige Beispiele. So sollte es eine Fortschreibung geben, wenn der übergeordnete Nutzen sich noch nicht einmal in der Investitionsplanung befindet, wie zum Beispiel Bleibtreu 2 Charlottenburg.
Und ich bin übrigens die Letzte, die etwas gegen Wohnungsneubau, gerade zum Beispiel im Treptower Norden, hat. Aber es sollten schon jetzt die geplanten und im Bauprozess befindlichen Flächen zuerst beackert werden und dann der weitere Prozess besprochen werden, was zum Beispiel für Treptows Ruh- und Parkstraße zutrifft. Denn zu einer guten, wohnortnahen Infrastruktur gehört eben auch die Kleingartenanlage. Und wie eine solche Kommunikation aussehen kann und zu einem Kompromiss führt, haben wir mit einem runden Tisch bei der Aufgabe der ehrlichen Arbeit zugunsten einer Schulerweiterung gesehen. Und schließlich richtet sich unser Antrag auch an die Sorgenkinder der Kleingartenanlagen, nämlich die unter 3 Hektar. Es gibt zwar durchaus gute Erfahrungen mit der Sicherung von Anlagen, wie zum Beispiel Marzahn-Hellersdorf und Neukölln schon möglich war, aber es ist zugegebenermaßen sehr schwer. Schwer, eine erforderliche Planungssicherheit zu erreichen, ob widerstreitender Interessen und Rahmenbedingungen sowie der Prioritätensetzung in den Stadtplanungsämtern. Hier möchten wir die Verwaltung animieren, in enger Abstimmung mit den Bezirken zugunsten der Gartenfreunde tätig zu werden. Wie dies übrigens aussehen kann, ist sicherlich von Anlage zu Anlage verschieden. Allerdings hat eine Berliner SPD-Initiative schon einen kleinen Erfolg erzielt. So sieht die Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene eine Prüfung vor, ob nicht auch Kleingartenanlagen unter bestimmten Voraussetzungen als ökologische Ausgleichsfläche bewertet werden können. Ein Beispiel, wie man in der Stadtentwicklung mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und einen größtmöglichen Kompromiss realisieren kann. Deshalb sind wir da auch sehr gespannt auf die Diskussion im Ausschuss sowie mit der Verwaltung. Und schließen möchte ich auch mit einer Option, die mir sehr wichtig ist. Es gilt nämlich auch, neue Gartenflächen zu schaffen. Denn willst du für eine Stunde glücklich sein, so betrinke dich. Willst du für 3 Tage glücklich sein, so heirate. Willst du für 8 Tage glücklich sein, so schlachte ein Schwein und gib ein Festessen. Willst du aber ein Leben lang glücklich sein, so schaffe dir einen Garten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hausdorfer, für die Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Platter, Sie haben noch eine Frage? Ich wusste nicht, lassen Sie eine zu oder nicht? Am Schluss, gut, bitteschön, dann dürfen Sie. Ja, Frau Kollegin, Sie stellen hier dar, wie toll die Kleingärten sind. Ich frage Sie, wie wollen diese Kleingärten retten? Bitteschön. Dr. Althug, genau das ist ja die Fragestellung, weil sie für jede Anlage sehr unterschiedlich sind. Eine Möglichkeit hatten wir gesagt, wir wollten auch einen Prüfauftrag verbinden, nicht nur die Neuanlage von Kleingarten, sondern eben auch die Sicherung als ökologische Ausgleichsfläche. Und des Weiteren gibt es Instrumente, die man zum Beispiel am runden Tisch verhandeln kann. Das haben wir in Marzahn-Hellersdorf gesehen, aber auch in Neukölln, die diese Anlagen sichern konnten. Und letztendlich bleibt das auch immer eine Kreativität. Da sind wir auch oft gespannt, wie die Verwaltung reagiert, ob da nicht noch eine andere Möglichkeit für die jeweilige Einzelfalllösung gefunden werden kann. Dankeschön. Jetzt aber Kollegin Platter für die Fraktion Die Linke. Bitte sehr. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit Anfang Januar gibt es, wie vorhin schon erwähnt, die neue vom Senat beschlossene Fortschreibung des Kleingartenentwicklungsplans. Und heute erst stellt die Koalition ihre Anforderungen an diesen Kleingartenentwicklungsplan vor. Ist das nicht die falsche Reihenfolge? Welche Botschaft soll dieses Vorgehen zur Art und Weise der Arbeit von Parlament und Regierung für die Berliner und Berlinerinnen vermitteln, meine Damen und Herren von der Koalition? Ist jetzt die Fahnenstange erreicht? Den wegweisenden Hinweis dazu sind Sie den Berlinerinnen und Berlinern schuldig geblieben, jedenfalls in der Debatte bis jetzt. Die Entwicklung des Kleingartenwesens in der Stadt ist ein Thema, das Priorität verdient. Das haben wir ja schon mehrfach hier erwähnt. Und trotzdem ist der immer härter werdende Kampf im lukrativen Geschäft um Grund und Boden ein wichtiges anderes Thema in der Stadt. Wir begleiten als Linke dieses sozialökologisch wichtige Thema seit Jahren und haben am 21.03. letzten Jahres unseren Antrag Kleingarten langfristig sichern statt gefährden, Kleingartenentwicklungsplan neu aufstellen und inhaltlich neu ausrichten, eingebracht. Zu diesem Zeitpunkt war die Einflussnahme auf aktuelle Entscheidungen des Senates noch möglich. Zu einer zügigen Arbeit waren Sie allerdings wegen anderer Prioritäten nicht bereit. Unser Antrag wurde in der Ausschussberatung am 20.11. letzten Jahres in Zusammenhang mit einer Anhörung beraten. Und obwohl in dieser Anhörung der Satz fiel, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, wir brauchen keine bloße Fortschreibung, sondern eine Qualifizierung des Kleingartenentwicklungsplans,
der die Planungssicherheit der Kleingärtnerinnen und Gärtner deutlich erhöht und den Versorgungsgrad mit Kleingartenflächen aufrechterhält. Haben Sie die Zeit für einen eigenen Antrag bis heute verstreichen lassen? Es sind ja wieder Monate vergangen. Nur der Senat hat gehandelt und die sogenannten Schutzfristen für einige Kleingartenanlagen ohne Qualifizierung des gesamten Entwicklungsplans fortgeschrieben. Was soll da Ihr Antrag heute, meine Damen und Herren? Aber kommen wir zum konkreten Inhalt Ihres Antrags, der uns heute beschäftigt. Aus der deutlichen Formulierung in der Überschrift "Dauerhafter Schutz für Kleingärten in Berlin" wird im Antragstext so weit wie möglich dauerhaft verbindlich zu sichern und gegebenenfalls Instrumente jenseits der Festlegung von Schutzfristen zu entwickeln. Das ist kein klarer Auftrag. Das ist wischiwaschi und schafft eben nicht das, was die Überschrift verheißungsvoll verspricht. Meine Damen und Herren, wir haben die Auswertung der Anhörung zum Thema Kleingartenentwicklungsplans aus dem letzten Jahr noch nicht im Ausschuss Stadtentwicklung und Umwelt vorgenommen. Das wird jetzt dringlicher, denn nun liegt Ihr Antrag vor. Seine Überweisung tragen wir mit und hoffen, dass es dann auch klarer wird, worum es geht. Klar ist aber schon, meine Damen und Herren aus der Koalition, das ehrliche Bekenntnis aus der Politik für den Erhalt der Kleingärten in dieser Stadt sind Sie den Berlinerinnen und Berlinern und die Künftigen schließe ich da ein, auch mit diesem Antrag schuldig geblieben. Kein Hinweis auf neue Flächen zur Bedarfsdeckung. Kein Blick für Entwicklungsmöglichkeiten gemeinsam mit den auch um das Allgemeinwohl engagiert arbeitenden Kleingärtnern. Zur Ergänzung der Problematik schnell noch drei Zahlen. Nach Angabe des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. hat sich allein in den letzten beiden Jahren die Bevölkerungszahl Berlins um rund 100.000 Menschen erhöht, die übrigens alle eine Wohnung gefunden haben. Und da der Vergleich mit der Stadt Cottbus herangezogen wird, stelle ich hier die Frage, wo sind in Berlin die 5.339 Kleingärten auf insgesamt 217 Hektar Fläche, wie sie den Cottbuser Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Ich freue mich also auf eine weitere Debatte im Ausschuss wieder mal zu Kleingärten. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Kollegin Platter. Für die Piratenfraktion hat jetzt der Kollege Magalski das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich will trotz der in diesem Hause bereits mehrfach erwähnten Bedeutung der Kleingärten für die Erholung, die Ernährung, die biologische Vielfalt, das Stadt- und Mikroklima, für den Biotop- und Artenschutz und nicht zuletzt die soziale Bedeutung nochmals erwähnt wissen. Auch die Piratenfraktion möchte, dass wir hier Spitzenreiter bleiben und möglichst wenige der 73.000 Kleingärten verlieren, denn sie gehören heute zu unserer unverzichtbaren Stadtnatur. Der Kleingartenentwicklungsplan führt aus, dass keine vergleichbare Metropole über eine so große Anzahl an privat nutzbaren Gärten in unmittelbarem Einzugsbereich der Innenstadt verfügt. Kleingärten haftet landläufig immer noch zu Unrecht ein gewisses Image an, das von Gartenzwergen, Stiefmütterchen und peniblen Rasenmähern geprägt ist. Aber Kleingärten sind heute so viel mehr in ihrer Ausprägung und Nutzung, gerade in Berlin, als sich so mancher vorstellt. Viele Anlagen erfüllen schon heute Komponenten, die aus unserer Sicht für die Zukunft der Kleingärten wichtig sind und die auch der uns vorliegende Antrag beschreibt, und zwar eine Öffnung der Anlagen verbunden mit der Schaffung von Rahmengrün sowie Sitz- und Spielflächen, die vermehrt auch zur Erholung der Allgemeinheit dienen, besonders auch für die in der unmittelbaren Nachbarschaft zu Kleingartenanlagen lebenden Mitbürgerinnen und Mitbürger. Auch Lehr- und Spielgärten für Kinder sind bereits jetzt Bestandteil einiger Kolonien.
Das Prinzip des Urban Gardening kann hier auch als Vorbild für die Einbindung von Anwohnerinnen und Anwohnern dienen. Die Piratenfraktion unterstützt diese Öffnung der Anlagen ausdrücklich. Dennoch darf diese natürlich nicht dazu führen, dass die Privatsphäre der einzelnen Pächterinnen und Pächter dadurch beeinträchtigt wird. Vor kurzem haben wir in diesem Haus über den Antrag der Linken gesprochen, Kleingärten langfristig sichern statt gefährden, Kleingartenentwicklungsplan neu aufstellen und inhaltlich neu ausrichten. Dieser Antrag, der sich noch in der parlamentarischen Beratung befindet und von uns unterstützt wird, war notwendig geworden, weil der Kleingartenentwicklungsplan seit 2010 nicht fortgeschrieben war. Für 19 Anlagen mit rund 1.300 Parzellen galt der Bestandsschutz nur bis 2014. Nun liegt uns seit Mitte Januar die Mitteilung zur Kenntnisnahme der Senatsverwaltung vor, aus der hervorgeht, dass 11 dieser Anlagen vorerst bis 2020 gesichert sind. Diese knappen Entscheidungen darf es in Zukunft nicht mehr geben. Planungssicherheit muss auch für Kleingärtnerinnen und Kleingärtner dauerhaft werden. Der oftmals vorgeschriebene Grund, dass Kleingärten weichen müssten, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hat regelmäßig weder Hand noch Fuß. Vielmehr fußt er auf der Annahme, wir hätten in Berlin zu wenig Wohnflächenpotenzial, wir haben aber noch viele Stellen, die die Möglichkeit zur Verdichtung bieten. Deshalb gilt für uns, bestehendes Potenzial nützen, Kleingärten schützen. Das gilt für uns besonders in Bezug auch auf das Tempelhofer Feld, wo es ein wechselseitiges Entwicklungspotenzial der Kleingartenanlagen hin zum Feld gibt. Gerade hier schwebt uns nach dem Volksentscheid die Sicherung in den Stufen Römisch 5, A und B des Kleingartenentwicklungsplans vor, nämlich die durch den B-Plan bzw. durch die Darstellung im Flächennutzungsplan als Grünfläche Kleingärten. Denn nur durch diese höchste Sicherungsstufe können Kleingärten tatsächlich dauerhaft gesichert werden, meine Damen und Herren. Das ist dann natürlich mit Kosten verbunden, aber wenn es den Koalitionsfraktionen mit einer wirklich qualifizierten Planungssicherung der Kleingärten ernst ist, dann frage ich mich, warum in diesem Antrag Ziel und Formulierung so weit auseinanderklaffen. Da ist doch wieder von Augenwischerei, da ist die doch da im Spiel. Also hier werden Hintertüren offen gehalten zur Umnutzung von Kleingartenflächen. Wenn man in dem Antrag schreibt, so weit wie möglich gegebenenfalls und perspektivischen Nutzungsänderungen, dann ist das eine Sache, die wir nicht für gut heißen. Wenn Anfang März die sogenannte Arbeitsgemeinschaft zur Fortschreibung des Kleingartenentwicklungsplans zusammentritt, dann werden wir sehr gespannt verfolgen, wie genau über das Schicksal von 162 Kleingartenanlagen mit jetziger Schutzfrist bis 2020 befunden wird. Herr Senator Müller, was ist mit den 44 Kleingartenanlagen, die im Stepp wohnen, für Wohnungsbau vorgesehen stehen? Sie müssen jetzt zum Ende kommen, Kollege, Entwurf. Bitte. Außerdem bin ich auf die weitere Beratung im Ausschuss gespannt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ebenfalls vielen Dank. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt empfohlen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Dann rufe ich auf die laufende Nummer 3.2. Das ist die Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, die Drucksache 17-14-62. Hier geht es um den dringlichen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktion Die Linke und der Piratenfraktion auf Annahme einer Entschließung. Drucksache, wie ich schon sagte, 17-14-62 mit dem Titel Steuerhinterziehung aktiv entgegentreten. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Für die Beratung steht den Fraktionen jeweils eine Rede von wiederum grundsätzlich bis zu 5 Minuten zur Verfügung. Über die Wirkung, sofern die 5 Minuten überschritten werden, hatte ich Sie bereits informiert. Die antragstellende Fraktion Bündnis 90 Grüne beginnt und ich erteile der Kollegin Popp das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die CDU zieht das vor, hauptsächlich anwesend zu sein. Das Thema wäre mir ja auch unangenehm, keine Frage. Und wie unangenehm Ihnen das
ja auch ist und vor allem der SPD das Thema ist, was wir heute hier debattieren wollen, sieht man nicht allein daran, dass die Debatte hierzu versucht haben, nach Möglichkeit zu vermeiden und nach hinten zu schieben, sie ungeschehen zu machen, als ob man Skandale ungeschehen machen lassen könnte in dieser Stadt. Und dazu das wichtige Thema Zukunft des Tempelhofer Feldes haben Sie auch noch instrumentalisiert, obwohl Sie nichts Neues zu verkünden hatten. Das kann man fast noch pure Verzweiflung nennen bei Ihnen. Wir haben hier die Sofortabstimmung beantragt, unseres Antrags, und wir sind sehr gespannt, wie Sie sich dazu verhalten werden, vor allem von der SPD. Der eine oder andere Textteil wird Ihnen bekannt vorkommen, der findet sich so oder so ähnlich in Ihren Aufrufen und Wahlprogrammen wieder, aber vielleicht erleben wir heute auch eine SPD, die gegen das eigene Wahlprogramm stimmt. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher, was bei Ihnen eigentlich noch alles möglich ist. Und ich finde, dass sich der regierende Bürgermeister heute hier hätte erklären müssen. Und dass Skandale noch lange nicht damit beendet sind. Und dass Skandale noch lange nicht damit beendet sind, dass man sie selber großspurig für beendet erklärt, haben Sie in den letzten Tagen, glaube ich, ziemlich deutlich zu spüren bekommen. Bis heute konnten Sie nicht schlüssig darlegen, warum Sie im Juni 2012, als Ihnen André Schmitz, Ihr damaliger Staatssekretär, von seinem Steuerbetrug berichtete, nichts unternommen haben. Sie haben geschwiegen und gehofft, dass es nicht auffliegt, nehme ich an. Lag es vielleicht daran, fragt man sich, dass Sie selber im Juni 2012 wegen der verpatzten BR-Eröffnung mächtig unter Druck standen? Hatten Sie Angst, dass ein weiterer Skandal Sie aus dem Roten Rathaus treiben würde? Sie haben geschwiegen und sind in einen Bundestagswahlkampf gezogen, in dem die SPD Steuerhinterziehung zu ihrem wichtigsten Thema machte. Und da waren Sie munter an vorderer Stelle dabei. Beim Wettern gegen Steuerbetrüger und bei den Sonntagsreden zur Steuergerechtigkeit. Und im Wahlkampf klang das dann so von Ihnen, wenn ich das zitieren darf. Wir brauchen Gerechtigkeit im Steuersystem. Steuerbetrug muss als Straftat geahndet werden. Gesetze müssen für alle gelten, für die Meyers oder Schulzes, aber auch für Präsidenten von Fußballvereinen. Zitat beendet. Meyers, Schulzes, Schmitz, naja, Schmitz dann wohl nicht an der Stelle. Und bei alledem, als Sie das vortrugen, wussten Sie um das hässliche kleine Geheimnis des Steuerbetrugs von André Schmitz. In den Talkshows haben Sie andere für Steuerbetrug lautstark gegeißelt, doch bei Ihrem Staatssekretär fanden Sie Verständnis dafür. Was haben Sie sich eigentlich gedacht? Ach, das sind doch nur Peanuts? Steuerbetrug ist tatsächlich keine Petitesse, Herr Wovereit. Und wir alle, und Sie waren lange genug Haushälter, um das zu wissen, sind darauf angewiesen, dass unser Gemeinwesen solide finanziert ist. Denn nur so kann es tatsächlich auch funktionieren. Kitas, Schulen, U-Bahnen, Busse, Straßen, Polizei und Feuerwehr und vieles andere mehr sonst steht auf dem Spiel. Deswegen kann man sein Geld... Und deswegen kann man sein Geld nicht einfach dem Gemeinwesen entziehen. Das ist Betrug, das ist Steuerbetrug und das ist nicht richtig. Und erst recht erwarten die Bürger, dass gerade Politiker sich an Recht und Gesetz halten. Dass Politiker nicht den Bürgern das abverlangen, was sie selber nicht bereit sind zu leisten. Und ich frage mich tatsächlich, was soll ein normaler Mensch denken, der sich durch hunderttausende Seiten Steuererklärung wühlt jährlich, wenn das Finanzamt dann nochmal zurückschreibt, vielleicht sind es auch weniger Seiten, Herr Böning, ich weiß ja nicht, wie dick Ihre Steuererklärung ist und wo sie stattfindet. Wenn das Finanzamt dann beim normalen Steuerbürger zurückschreibt, Ihre Entfernungspauschale beträgt nicht ganz 21,5 Kilometer, sind 17,8. Das haben wir noch mal nachgerechnet. Entschuldigung, Frau Kollegin, darf ich mal kurz unterbrechen? Würden Sie dann bitte die Gruppenbildung da lassen und der derinnen zuhören? Dankeschön. Ach, die Herren sind dafür Zuhörer, ja meistens sowieso nicht bekannt. Was soll der normale Bürger eigentlich denken, wenn er dann akribisch dem Finanzamt das eine oder andere nachliefern muss? Ist ja auch alles richtig. Der normale Steuerzahler, der meistens keine guten Freunde hat, wie Sie, die ihm einen Freundschaftsdienst erweisen an der Stelle. Ein Freundschaftsdienst, mit dem Sie einsam und selbstherrlich beschlossen haben, einen Steuerbetrüger im Amt zu belassen. Selbst das vorgeschriebene Disziplinarverfahren haben Sie nicht auf den Weg gebracht. Und kommen Sie uns nicht mit Gutachten, die Anfang dieses Monats auf Kosten der Steuerzahler nur zu einem Zweck angefertigt worden sind, nämlich zur Öffentlichkeitsarbeit. Rechtfertigungs- und PR-Gutachten auf der anderen Seite. Am besten war noch das Gutachten des besorgten Bürgers Momper, der es Ihnen hat zukommen lassen. Das ist doch wunderbar. So viel bürgerschaftliches Engagement wünscht man sich, nicht wahr? Sie selber brauchen ja damals gar keine juristische Beratung. Sie haben Ihre Entscheidung aus Loyalität getroffen, sagen Sie. Bei allem Respekt vor Freundschaft und Loyalität. Wenn politische Amtsträger, gar Staatsorgane, sich gegenseitig aus Loyalität decken, wird aus Loyalität schnell Kumpanei oder gar Vetternwirtschaft. Das sollten Sie wissen. Applaus
Und als die Angelegenheit öffentlich wurde, kam es dann doch zum unvermeidlichen Abgang des Staatssekretärs. Damit ist erst recht der Eindruck entstanden, da wird gemauschelt und verheimlicht. Es ist der Eindruck entstanden, Steuerbetrug ist im Roten Rathaus akzeptabel, und zwar solange wie die Öffentlichkeit davon nichts erfährt. Das finde ich unerhört. Und eigentlich, und als man dachte, schlimmer geht's nimmer, wurde es tatsächlich auch noch schlimmer. Letzte Woche wurde Staatssekretär Schmitz entlassen. Diesen Dienstag nun die Rolle rückwärts. Aus der Entlassung wurde ein mit Steuergeld weich gepolsterter Ruhestand. Da setzte dem Ganzen tatsächlich nur noch die Krone auf in dieser Woche. Und das letzte Kapitel hat endgültig gezeigt, dass Peinlichkeit in Berlin den Namen SPD trägt. Sie haben den Eindruck, nicht entkräften kann, Herr Wowereit, dass der regierende Bürgermeister von Berlin in Sachen Steuerhinterziehung mit zweierlei Maß misst. Das schadet unsere Stadt und beschädigt das Vertrauen in Politik, wenn nur noch der Eindruck vorherrscht, die da oben sind sich immer selbst die Nächsten. Wir sehen es auch in der Großen Koalition auf der Bundesebene, wenn Politik die staatlichen Institutionen für eigene Zwecke missbraucht und keinerlei Unrechtsbewusstsein dabei zeigt, wenn der Eindruck entsteht, die Gesetze gelten nicht mehr für alle und dass Politik sich selbst über Recht und Gesetz stellt. Ich frage mich eigentlich, merken Sie überhaupt noch etwas? Wie abgehoben sind Sie eigentlich? Nicht nur, dass Sie selber, Herr Wowereit, Ihren vielbeschworenen Mentalitätswechsel, mit dem Sie 2001 hier angetreten sind, vergeigt haben, und zwar richtig. Wie wollen Sie eigentlich noch jemandem erklären, dass Haushaltsdisziplin und der verantwortungsvolle Umgang mit öffentlichen Geldern von Bedeutung sind? Sie haben Ihre Glaubwürdigkeit und die der SPD in Sachen Steuergerechtigkeit gnadenlos verspielt. Und nicht zuletzt frage ich mich, ob Sie selber tatsächlich so unglaublich geschickt alles aussitzen, wie es ja jetzt so heißt, um bloß im Amt zu bleiben, oder ob man Sie dafür bedauern muss, dass Sie schlichtweg im Roten Rathaus bleiben müssen, weil die SPD einfach noch keinen anderen gefunden hat. Müssten langsam zum Ende kommen, Frau Kollegin. Ich finde es unfassbar, dass unsere Stadt für die SPD-internen Machtkämpfe inzwischen noch in Geiselhaft genommen wird. Doch bald ist Europawahl, da wird sich schon zeigen, was die Bürgerinnen und Bürger davon halten. Dankeschön, Frau Kollegin Popp, für die Fraktion der SPD.